Herzlich willkommen zu 1000 BSTV, 120 Jahre Harley-Davidson. Und ich habe Gänsehaut ohne Ende, ich bin da in der Zentralgarage, da hat die Harley Factory Frankfurt eine Ausstellung gemacht mit Harley-Davidson Motorrädern. Unpackbar, wirklich extrem leibend. Bei mir ist der Thomas Trapp, Thomas und der Matthias Meyer von der Harley Factory Frankfurt. Bleibt dran, es ist wirklich ein Wahnsinn. Thomas, ganz ehrlich, ich habe nicht geglaubt, dass es sowas überhaupt gibt. Ich glaube, das ist ein einzigartig in Europa, was wir da jetzt sehen. Da sehen wir jetzt diese alten Rennmaschinen. Aber es geht ja um 120 Jahre Harley. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Wir können jetzt nicht nur dort über diese alten Rennmaschinen komplett herumphilosophieren und auf die Knie gehen. Ja. 120 Jahre Harley, so viel ich weiß, ist es das längst durchgehend produzierende Motorradwerk der Welt. Ja. Und das hat, glaube ich, vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt zu diesen wahnsinnig tollen Maschinen gehen, zu diesen Einzelstücke, wie hat denn das angefangen? Ja, es begann im Jahr 1903, wir haben 2023, also 120 Jahre. Und mein Partner Matthias und ich, wir haben gesagt, wir müssen irgendwo für dieses besondere Jubiläum mal alle Modelle von der ersten Harley, also der ersten Baureihe zumindest, bis zum heutigen 2023er Jahr ganzheitlich zeigen. Das hat es tatsächlich noch nie gegeben. Ja. Sind wir ganz stolz, dass wir das hier in der Zentralgarage machen können. Und die Historie ist ganz interessant, weil 1903 waren es erstmal nur zwei Davidson-Brüder, der Arthur war der eine, der mehr so der Techniker war. Der hatte einen Freund, der hieß Bill Harley oder William Harley. So kam Harley Davidson zusammen. Ja. Und es gab den Bruder Walter Davidson. Die drei haben begonnen 1903 in einem kleinen Holzschuppen in Milwaukee, Wisconsin. Ja. Und es gesellte sich dann später der dritte Bruder Davidson dazu. Das war der William. Der hieß auch Bill, wie der Bill Harley. Ja. Und damit waren es vier. Aber die waren es erst im Gründungsjahr der Harley Davidson Moto Company 1907. Davor waren es drei Leute. Und ganz interessant ist, dass ganz am Anfang, der Bill Harley hat 1901 schon mal einen Einzylinder-Motor entwickelt, der auch fahrfertig war. Da gibt es auch ein einziges Foto davon. Und auf Basis dieses Motors ist dann in dem Schuppen der erste Einzylinder-Harley-Davidson-Motor entstanden. Und den haben die zwei Brüder Davidson und der Bill Harley zusammen entwickelt. Eine interessante Anekdote ist, dass zu dieser Zeit ein deutscher Einwanderer namens Emil Kröger, der hat in Frankreich bei Dedion Bouton gearbeitet, in der Motorenentwicklung, und der hat als Grundstock, um in Amerika Fuß zu fassen, Blaupausen von dem Dedion Bouton Einzylindermotor mitgebracht. Und man kann heute, wer von diesen alten Motoren viel Ahnung hat, wie ich auch, der sieht viele, viele Parallelen zu diesem Dedion Bouton Motor. Also man hat damals das Rad nicht neu erfunden, sondern man hat natürlich geschaut, was gibt's schon, was machen andere gut, und hat das entsprechend neu aufgesetzt und weiterentwickelt. Ein Wahnsinn. Du Thomas, aber ich glaube, ihr habt ja auch so eine Einzylindermaschine, habt ihr tatsächlich dastehen. Vor was für Baujahr ist das? 1910. Okay. Und da gehen wir mal hin, weil das ist eigentlich schon genau das Gleiche wie die erste, die 1903 gebaut wurde. Das schauen wir uns an. Super. Thomas, bist du deppert? Ich habe sowas bisher nur auf Fotos gesehen. Habe ich etliche Fotos gesehen. Ich habe ja wahnsinnig viele Bücher daheim, wo man das sieht. Aber so live habe ich das noch nie gesehen. Und ich meine, es ist wirklich arg. Und ich glaube, da sind natürlich technische Raffinessen drinnen ohne Ende, oder? Ja gut, das war in der Zeit, das ist ein Modell von 1910, im absoluten Originalzustand, selbstverständlich fahrbereit, alle Exponate sind fahrbereit, also hier steht nichts, was nicht auch fährt. Es ist kein Stehzeug, es ist alles Fahrzeug. Wahnsinn. Und hier haben wir noch Original-Lack, Original-Patina, und es war damals so bei den Motorrädern, man hatte noch kein Getriebe, man hatte auch noch keine Kupplung. Sondern man hat im Grund das Motorrad angeschoben, bis es angesprungen ist. Oder man hat es auf dem Ständer, man sagt, anpedaliert.
Das heißt, dazu hatte man hier so einen Freilaufhebel, den hat man gezogen, dann hat das Hinterrad frei gedreht und man hat es nach vorne gedrückt, dann hat der Motor gegriffen und dann ist das Motorrad angesprungen. Du, damit Thomas, da muss ich gleich nachfragen, ist es dann ruckartig oder hat man das fließend? Das kam ja ganz sanft. Okay. Und man kann, also das war 1910, da gab es dann schon diese Handhilfskupplung. Die Modelle davor, also 1909 war das erste Jahr des Harley-Davidson Zweizylindermotors, also das V45 Grad luftgekühlte Prinzip ist 1909 erst gekommen, zu den Einzylindern dazu. Ja. Und man hat hier bei diesen Modellen einen sogenannten Flachriemenantrieb gehabt, bei diesen alten Einzylindern. Das ist ein sogenannter Flachriemen, ein Lederriemen. Ja. Und den konnte man dann hier entsprechend durch eine Rolle vorspannen. Das bedeutet, wenn der Motor läuft, aber das Hinterrad nicht. Und in dem Moment, wo man ganz sanft, und deshalb kann man das hier so mit Ratschen machen, man den Riemen hier spannt, kommt die Traktion aufs Hinterrad und man fährt los. Na, ist ja Wahnsinn. Aber Thomas, was ist dann das? Das ist der sogenannte Freilauf, damit man im Stehen das Motorrad auch über das Hinterrad entkoppeln kann, weil man wollte, das war so eine Übergangszeit, man wollte von diesem Riemenantrieb dann auch auf Kettenantrieb gehen und beim Kettenantrieb kann man nicht mehr spannen. Deshalb hat man gesagt, man lässt dann und ab den Modellen ab 11, 12 gab es dann den Kettenantrieb und dann ist der Riemenantrieb entfallen und man hat nur noch mit dieser Handkupplung gearbeitet. Aber immer noch ohne Getriebe. Getriebe gab es erst 1914, da kommen wir noch drauf. Aber du musst jetzt ganz ehrlich, ich sehe den Sitz und beim Sitz glaube ich es, okay. Ja. Der ist jetzt halt 110 Jahre altes Leder, da sind schon ordentlich viele gesessen und haben ordentlich viele Angst gehabt drauf. Ja. Aber der Lederriemen, der ist nicht da. Der muss irgendwann neu kommen sein, oder? Das ist ein neuer, das war auch das größte Verschleißteil, was es damals gab. Ja. Und der Nachteil dieses Lederriemens war natürlich, wenn das Wetter schlecht war, wenn es nass war, dann ist der natürlich ganz schnell gerutscht. Oh. Das heißt, auch bei vielen Bergauffahrten, Amerika gab es ja viel bergige US-Staaten, war dann der Lederriemen eigentlich nur ganz, ganz schlecht zu gebrauchen. Man hat dann schon gesehen, in Europa gab es schon kettengesteuerte Motorräder und hat dann die Entwicklung bei Harley natürlich auch dahin gebracht. Deshalb war das hier, deshalb sagen wir hier, das ist eine 1910-11er, weil das quasi wie ein Prototyp ist. Die hat noch den Flachriemen, aber hat schon dann die später kommende Freilaufkupplung im Hinterrad. Ja. Ja? Du, Thomas, das habe ich dort bei dem Tank, der mir ja wahnsinnig gut gefällt. Das ist ein mechanisches Meisterwerk, ist wirklich edel. Schaut fast aus, irgendwie wie so ein Teil aus einem Flugzeug, kommt man vor aus einem alten. Jetzt habe ich dort einen Öl. So ein Stutzen für Öl. Ja. Wo habe ich den Benzin eingefüllt? Also hier hast du Benzin eingefüllt. Das ist diese halbe Kammer ist für Benzin. Hier wird eingefüllt und das ist der Benzinhahn, den man aufdreht. Und durch das Aufdrehen, da ist ein konischer Stab, der in eine konische Fassung geht, indem man zumacht, stoppt man den Benzinzulauf, indem man aufmacht. Je weiter man aufmacht, umso mehr Benzin läuft in den Vergaser hinein. Das Gleiche ist für Öl. In diese Kammer ist das Öl. Hier wird Öl eingefüllt, damit man es nicht verwechselt, war bei Harley immer in der Ölkammer Öl drauf oder Oil. Und hier haben wir genau das Gleiche, dass man hier einstellt, wie viel Tropfen Öl der Motor braucht. Da gab es zwar eine Vorgabe, aber die war nicht immer gleich. Man hat das immer relativ einfach gemacht. Man hat beim Fahren so lange aufgedreht, bis er angefangen hat, blau zu qualmen. Weil wenn sie blau qualmt, verbrennt sie Öl, das soll sie nicht. Und dann hat man einfach wieder ein bisschen reingedreht, bis es aufgehört hat zu qualmen und dann war die Ölung richtig eingestellt. Ja. Du, Thomas, aber ich meine, Harley Davidson hat immer Viertakter gebaut, oder? Das ist ja kein Zweitakter. Und trotzdem so viel Öl. Ja gut, auch ein Viertakter braucht Schmierung. Beim Zweitakter kommt die Schmierung ja übers Gemisch und beim Viertakter ist es ja eine separate Schmierung. So, und einen regelrechten Öltank gab es da auch noch nicht. Das wird alles erst später in den späteren Modellen erfunden. Sehen wir gleich bei der Zweizylinder Silent Gray Fellow, die wir noch hier haben. Was vielleicht noch interessant ist, wie die Fahrsteuerung war. Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, wie das mit der Riemenspannung geht. Man hat natürlich wie bei jedem Motorrad rechts einen Gashebel. Das ist soweit einfach. Björn, hast du das gesehen? Das ist verrückt. Der wird über eine mechanische Hebelage betätigt, der diesen Vergaser. Na, aber wie wird das gehen? Ja. Du,
Thomas, da muss ich nachfragen, ja, weil ich sehe natürlich, da gibt es ja vorne so ein Gelenk, das eine geht zum Vergaser und das andere geht runter in dieses Motorgehäuse. Ja, das ist der sogenannte, wenn du das drehst, das ist der sogenannte Ventilaushebe. Um das Motorrad leichter starten zu können, hat man das mechanisch so gekoppelt, dass das Auslassventil, das hier unten ist, durch diesen Hebel in der Ausgangsposition das Ventil hebt. Was bedeutet, die Kompression wird schwächer, man kann leichter antreten und in dem Moment, wo ich Gas gebe, schließt dieses Auslassventil und hat wieder Kompression und das Motorrad springt an. Das war also eine Kombination aus Auslassventil öffnen, leichter Kompressionsverlust, leichtes Antreten und dann beim Pedalieren, man konnte dann leichter pedalieren, dann hat man zugemacht und dann war das Ventil zu und dann ist der Motor angesprungen. Thomas, du, ich habe jetzt fast ein bisschen Angst, dass uns das Epos, das geplante Epos zu 120 Jahren, dass uns das ein bisschen ausufert, aber ich muss trotzdem noch zwei Sachen nachfragen und zwar, ich sehe jetzt halt keine Trommelbremse, ich sehe gar keinen Vorderbremshebel, das heißt, ich habe so einen Rücktritt wie beim Fahrrad, oder? Ganz genau, es ist ein Rücktritt wie beim Fahrrad und das war natürlich in der Bremswirkung nicht besonders, insbesondere, wir sprachen von den bergigen Gegenden in den USA, hochfahren war verhältnismäßig einfach, runterfahren war viel, viel schwerer, weil die Bremse ist sehr schnell heiß geworden und dann bremst es nicht mehr. Und da dort vorne noch keine Bremse eingeführt war, das kam bei Harley-Davidson erst viel, viel später, hat man natürlich eine kleine Hinterradbremse gehabt. Das war normal. Unglaublich. Du, und jetzt sieht ihr auf dem anderen Hebel, sieht ihr ein Detail, das schaut mal aus wie so ein Fühler, ein metallischer. Für was ist denn das? Diese Fühle kommt aus dem Bordtrack-Rennsport. Da kommen wir ja nachher noch mal drauf auf die Bordtrack-Racing-Szene. Das ist das sogenannte Angstknöpfchen. Es ist ja ein Magnetzünder, das heißt, wir sprechen hier von einem Hufeisenmagnet. Da dreht sich quasi ein Zündkontakt drin, der dann an einer bestimmten Stelle öffnet, nämlich genau da, wo die Vorzündung des Kolbens auf OT stattfinden muss, sonst wird der Motor nicht anspringen. Und man konnte mit diesem Knöpfchen einmal den Motor ausmachen. Also es war im Grund ein mechanisches Zündschloss, wenn man so sagt. Ja. Durch Drücken auf Masse hat man den Motor ausgemacht. Aber warum hat es den Namen Angstknöpfchen? Ganz einfach. Wenn der Fahrer mit Vollgas, ich sage jetzt mal 40 Meilen gefahren ist, also so 70, 75 km/h, und das fahren die schon tatsächlich, konnte man auch wie bei einem modernen LKW eine sogenannte Motorbremse machen. Das heißt, wenn ich hier drauf gedrückt habe, war der Zündfunken weg. Und dann hat das Motorrad ganz natürlich, weil der Motor ja nicht mitgelaufen ist, gebremst und ich habe wieder losgelassen und dann fuhr es wieder ganz normal weiter. Göttlich. Deshalb heißt das Angstknöpfchen. Ja, wirklich göttlich. Du, was ich vermisse, da haben wir doch, das wir auf diesem Motorrad finden, es hat ja damals keine elektronische Zündung gegeben, aber so eine Zündverstellung finde ich da nicht. Das ist der linke Hebel, danke Zongo, das hat jetzt noch gefehlt. Mit diesem Hebel auf der linken Seite verstellst du die Früh- und Spätzündung am Magnet. Das heißt, der Zündzeitpunkt ist gegen den Uhrzeigersinn auf Spätzündung. Das ist auch zum Antreten, damit das Pedal nicht zurückschlägt. Ja. Und beim Fahrbetrieb gehst du dann im Fahren immer mehr auf Frühzündung und dann läuft der Motor auch schneller. Ja, du, jetzt, was die aufgewachsen bin ich schon mit der elektronischen Zündung. Ja. Ich weiß aber, dass es diese mechanische Zündung gibt und dass das beim Motorradfahren wirklich eine Challenge war, das immer richtig einzustellen. Und jetzt hat für alle, die sich noch weniger auskennen wie ich, beziehungsweise um mir eine gewisse Sicherheit zu geben, warum muss ich die Zündung verstellen während der Fahrt? Naja, es ist ja so, mit zunehmendem Gas, das du durch den Vergaser in den Motor bringst, indem du den Gashebel aufmachst, bekommt der Motor eine höhere Drehzahl. Ja. Und wenn der Motor höher dreht, muss der Zündfunke, also der Moment, wo das Gemisch entzündet wird, muss immer schneller stattfinden, weil der Motor ja schneller läuft. Ja, ja, ja. Und das verändert man hier. Ja. Also wenn ich auf Frühzündung bin, ist das optimal für hohe Drehzahlen und damit für schnelles Fahren. Fahre ich jetzt beispielsweise Vollgas 40 Meilen und gehe von Frühzündung auf Spät, dann wird der Motor sofort langsamer. Ja. Und wenn ich ganz auf Spät mache, fängt er sogar an und schlägt zurück. Also das heißt, es ist ganz wichtig, den richtigen Moment der Zündverstellung immer in jedem Fahrbetrieb zu haben. Fahre ich den Berg hoch, also nicht mit großer Drehzahl, gehe ich automatisch ein bisschen auf Spätzündung und dann wird der Motor auch nicht so heiß.
Perfekt. Du, Thomas, wir werden jetzt dann weiterschauen zum Silent Grey Fellow. Ja. Das ist ja wirklich was ganz, eine Ikone, ja. Silent Grey Fellow. Ja. Und vielleicht kannst du dir das merken, wir machen jetzt die Harley-Entwicklung durch, wann es dann die erste elektronische Zündung geben hat. Das können wir machen, ja. Da kommen wir nachher drauf. Jawohl. Der erste Zweizylinder von Harley-Davidson 1909, da glänzt sie jetzt ein bisschen mit Wissen. Mhm, sehr gut. Unfassbar schön, wie die da steht. Ist natürlich ein Quantensprung gewesen, ja, oder? Ja, Quantensprung deshalb, weil Harley-Davidson hat ja mit den Einzylindermodellen mit einem sogenannten atmosphärisch gesteuerten Einlassventil gearbeitet. Das heißt, nur das Ansaugmoment vom Kolben hat das Benzin aus dem Vergaser mitgerissen. Es war noch kein Einlassventil da. Das Einlassventil ist erst 1911 entwickelt worden und wir sehen das bei diesem Modell hier ganz schön, weil das gesteuerte Einlassventil hat natürlich einen erheblichen Leistungsgewinn verursacht, ja. Und natürlich die Zweizylinder-V-Anordnung des Motors. 1912 war das erste Jahr, wo der Motor 1000 Kubik hatte. 1910 hatte er nur 810 Kubik, der Zweizylinder, gegenüber dem Einzylinder, der nur 440 Kubik hatte. Ja. Jetzt reden wir mal über Leistung. Der Einzylinder hatte etwa 4,5 PS und hier reden wir von 18 bis 20 PS. Also das war eine Leistungssteigerung, die war immens. Das war dann schon ein Motorrad, mit dem konnte man 100 km/h fahren. Und durch den Zweizylinder mit 1000 Kubik, auch damals schon großvolumige Motor, war das natürlich ideal für die Überlandfahrten, weil es war ja noch kein großes Straßennetz, auch in Amerika in der Zeit, in den Großstädten schon, aber über Land. Und da waren die froh, wenn die einen starken, drehmomentfreudigen Motor hatten, der Leistung hatte. Und das war für die Zeit einmalig. Du, Thomas, aber ich finde sie wahnsinnig schön, diese Maschine, wahnsinnig schön. Es ist auch eine Ikone und was Legendäres, weil sie diesen 45 Grad genau. V2, na, den bauen sie ja bis heute in den luftgekühlten Motoren. Was ich nicht verstehe, wirklich nicht verstehe, ist, wie hat man das vermarkten können als Silent Grey Fellow? Also, keine Ahnung, ruhiger, grauer Kumpel. Na, das ist ja nicht das, wo man jetzt da die mörderische Marie auf die Pudel haut. Ja, ja. Und warum war das ein guter Slogan? Kann ich gerne erklären, Songo. Es ist so, Harley-Davidson hat bis einschließlich im Jahr 1914 abgelehnt, Rennen zu fahren. Es gab ja schon die sogenannte Bordrec-Rennszene, auf die kommen wir später noch, mit interessanten Exponaten. Und Harley-Davidson hat bis einschließlich 1914 gesagt, wir fahren keine Rennen. Unser Metier ist ein zuverlässiges, jeden Tag verfügbares Fahrzeug, das Kurzstrecken, Langstrecken und alles ökonomisch mit geringem Benzinverbrauch, so hat man geworben, und mit bequemem Fahrkomfort besticht und kein Rennmotorrad ist. Und die Farbe von Harley-Davidson war das sogenannte Renault-Grau. Interessanterweise ist das eine Farbe von Renault aus Frankreich, die hat man in Amerika bei Harley übernommen. Das heißt auch Renault Grey, ja, also tatsächlich. Und weil sie grau war, weil sie sehr leise waren, beim Auspuff wird viel Wert drauf gelegt, eine Rennmaschine war laut, eine Harley ist leise, eine Harley ist beständig und zuverlässig und deshalb der Silent Grey Fellow. Grey wegen der Farbe, Silent wegen ruhig und Fellow der Kamerad, weil der Kamerad ist ja immer für einen da, wann man ihn braucht. Ja. Und das ist die Namensgebung gewesen. Das ist wirklich großartig, Thomas. Ich selber habe das schon immer. Ich habe immer geglaubt, ich sei sofort Rennen gefahren, weil das war damals ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Und offensichtlich ist erst später gekommen, weil die waren wirklich mächtig dann im Rennsport. Wirklich mächtig im Rennsport. Jetzt, weil du gesagt hast, geringer Verbrauch, ich habe keine Ahnung, was hat denn das braucht? Ja, also die Motoren brauchen tatsächlich nicht mehr wie 3 bis 4 Liter auf 100 Kilometer, wenn man es umrechnet. Die Amis rechnen ja in Miles per Gallon, aber umgerechnet sind so 3 bis 4 Liter. Und das mit den Zuverlässigkeitsrennen oder Zuverlässigkeitssportwettbewerben von Harley, es gab damals eines der bekanntesten Rennen, das war der sogenannte Cannonball Run. Es gab einen Zug, der fuhr von New York nach San Francisco. Ja. Und dieser Zug hat 11 Tage und ein paar Stunden gebraucht, um diese Strecke zu bewerkstelligen. Dann gab es einen Rennfahrer, der hieß Erwin Baker.
Und er hat im Jahr 1912 das erste Mal gesagt, ich fahre mit einem Motorrad gegen diesen Zug und werde schneller sein. Und er fuhr tatsächlich 11 Tage und ein paar Stunden weniger als dieser Cannonball Express. Der hieß deshalb so, weil er so schnell war, der Zug. Ja. Und ab da war der Erwin Baker der Cannonball Baker. Na, ist ja Wahnsinn. Du, Thomas, aber du bist ja selber so ein Rennfahrer. Ich glaube, du bist du nicht bei sowas mitgefahren, bei so einem historischen Cannonball? Ganz genau. Und die Maschine ist da? Ja, ja, die Maschine ist auch da. Ja. Das hier ist ja eine 1914er, top restauriert. Übrigens hat dieses Motorrad 2016 in der Villa d'Este in Italien den Concours der Eleganz in seiner Klasse gewonnen, wegen der Top-Restaurierung. Das Motorrad habe ich restauriert. Und ich habe das gleiche Motorrad in originaler Patina, auch 1914, und mit der bin ich 2 Cannonball-Runs gefahren. Und das zeige ich euch jetzt mal. Thomas. Thomas, das ist richtig super. Thomas, das ist jetzt so, dass ich das nicht packe. Also ich schaue mir das an, denke mir, ja, wahnsinnig, echt eure Maschine, wunderschöne Maschine. Aber mit der bist du jetzt vor kurzem den Cannonball gefahren, oder was? 6.000 Kilometer, oder was? 6.000 Kilometer in 12 Tagen, habe ich schon 2-mal gemacht. Na, wann? Jetzt irgendwann? Ja, also der letzte war 2016, der findet alle 2 Jahre statt. 2014 bin ich auch schon gefahren. Und das gibt es als Revival seit 2012, weil 1912 ist der Cannonball Baker gegen den Zug gefahren und hat gewonnen. Ja. Und deshalb hat mir 2012 ein Freund aus USA von mir, Lonnie Eisen Junior, der hat dann dieses Rennen neu belebt. Und das Reglement ist relativ einfach. 100 Jahre alte Motorräder oder älter. 100 Teilnehmer aus aller Welt kamen aus rund um den Erdball, alles Enthusiasten wie ich. Ja. Die Voraussetzung ist, man fährt jeden Tag zwischen 500 und 600 Kilometer, jeden Tag. Ab dem dritten Tag spürt man nichts mehr, weil auf so einem Motorrad, das keine Federung hat, ist man natürlich durchgeschüttelt. Man muss selbst navigieren mit so Chinesenzeichen, wie man es bei Autorallies kennt, die man morgens erst ausgeteilt bekommt. Das heißt, morgens kriegst du 10-12 Seiten Papier, klebst die, rollst die ein und du weißt nur, was dein Ziel ist, aber den Weg kennst du nicht, weil den musst du nach diesen Zeichen fahren. Und unterwegs sind überall Secret Observers, also Leute, die beobachten, dass auch jeder die Strecke fährt, nicht, dass einer irgendwo sein Motorrad ins Auto lädt und fährt dann bis zum Hotel, sondern es wird genau geschaut, also Etappen, wo die Leute kontrolliert werden. Du darfst an Ersatzteilen und Werkzeug mitnehmen, was du willst, aber wenn du liegen bleibst, musst du dir selber helfen. Es, an jedem Tag liegt einer am Straßenrand, hat seinen Motor auseinander. Jeden Abend, wenn wir ankommen, ist 2/3 im Fahrerlager sind die Motorräder halb zerlegt, weil immer geht bei so einem alten Motorrad was kaputt, wenn das so überstrapaziert wird. Und das Ziel ist, am nächsten Tag wieder startbereit zu sein. Um 5 Uhr wird aufgestanden, um 7 wird losgefahren. Und du fährst bis abends 5, 6, 7 Uhr bis zum Zieleinlauf und dann isst du schnell was, trinkst was und dann werden die Motorräder wieder für den nächsten Tag vorbereitet, manchmal bis spät in die Nacht hinein, damit du am nächsten Tag wieder fährst. Und dieser Spirit, der ist einmalig. Du, Thomas, aber es gibt ja für so alte Motorräder gibt es immer so diesen Gleichmäßigkeitsbewerb, aber da geht es, wer am schnellsten ist. Da geht es wirklich darum, wer am schnellsten ist. Und es ist interessant, wenn so Fahrzeuge gut vorbereitet sind, und das ist das A und O, du musst vorher hier auch schon mal ein paar tausend Kilometer selber auf deutschen Straßen fahren, damit du weißt, funktioniert alles, sonst macht es keinen Sinn, da anzutreten. Von den 100 Teilnehmern ist nach 3 Tagen schon 1/3 weg, weil sie schlecht vorbereitet sind oder mental es nicht schaffen. Ich wollte gerade sagen, schlecht vorbereitet, vielleicht auch körperlich, weil ich meine, jeden Tag 500 bis 600 Kilometer mit sowas fahren ist nicht ohne, oder? Das ist nicht ohne. Und du hältst wirklich nur zum Tanken, holst dir dann beim Tanken an der Tankstelle einen Powerriegel und 2 Flaschen Wasser und das vertilgst du, während du fährst. Also es gibt keine regelmäßigen Pausen oder was auch immer und du hast einen festen Zeitschlitz mit deiner Durchschnittszeit, die du fährst. Bei mir waren das 40 Meilen, das sind 70 km/h, das ist ein hoher Schnitt. Da musst du schon powern. Du hast ja auch Berge. Wir hatten Temperaturen von minus 10 bis plus 50 Grad. Scheiße. Wir sind durch die Bonneville-Saltflats gefahren, da gibt es keinen Schatten. Da fährst du in der prallen Sonne. Aber du fährst mit Ledermontur und allem, weil die Sonne zerfrisst dich sonst. Also du fährst dann, der Motor ist heiß, du bist aufgeheizt und du fährst 6-7 Stunden durch die Wüste. Ja. Genauso haben wir in Colorado, wir sind die Rocky Mountains gefahren, wir sind 4.000er gefahren an einem Tag. Das Problem war nicht das Hochfahren, das Problem war auf der anderen Seite runterzufahren, weil du hast ja keine Bremse. Du fährst also alles nur mit dieser Motorbremse, also mit Spätzündverstellung oder Zündaussetzer, fährst du, damit du gut runterkommst und
bisschen Motorbremse hast. Das ist ja Wahnsinn. Du, und weil du gesagt hast, tanken, da kann man ganz normalen Sprit einfüllen, ja, oder was? Die fahren ganz normalen Sprit. Du hast, die Amis haben ja dieses niedrig-oktanige mit teilweise sogar nur 80 Oktan, ja, aber das fressen die Motoren, das macht denen gar nichts. Ja. Du, Thomas, das wird da vielleicht jetzt eine ganz profane Frage sein, aber denken, der kennt sich überhaupt nicht aus. Was ist das für ein Orgascheinwerfer? Ja, das sind Kapitscheinwerfer. Kapitscheinwerfer war in dieser Zeit das elektrische Licht bei Motorrädern, ist gerade so eingeführt worden. Alles, was ja vor 1914 war, war noch Kapitscheinwerfer. Man hat einen kleinen Gastank gehabt, da kam Kapitpulver rein. Über dem Gastank oder über diesem Fülltank war ein Wassertank, ein kleiner, der auch mit so einer konischen Nadel Tropfen in das Kapit verursacht hat. Und wenn Wasser und Kapit sich mischen, entsteht ein Gas, das hochentzündbar ist. Und dieses Gas geht dann durch eine Gummileitung in den Scheinwerfer vorne und hinten. Und man hat dann in dem Scheinwerfer mit einem Feuerzeug oder Streichhölzern das Gas entflammt und der Reflektor in der Lampe hat dann das Licht erzeugt. Den Kapitentwickler habe ich hier natürlich weggemacht, weil wir brauchten ja auch abends oder morgens früh oft Licht. Und wir haben dann in die Kapitlampe innen rein einfach einen LED-Scheinwerfer gemacht mit Batterie, damit wir richtig helles Licht haben, weil hell war das Kapitlicht nicht. Du, ich danke dir sehr, Thomas. Thomas, aber nachdem du ja, also das mit dem Cannonball habe ich auch nicht gewusst, dass du da wirklich mitgefahren bist. Also höchsten Respekt, wirklich ein Wahnsinn. Aber auch Respekt an die Maschine. Ja. Unglaublich, dass das noch packt. Du kennst dich aber auch aus bei diesem Board Track Racing. Ja, das ist ja für mich was ganz, ganz Faszinierendes. Und da weiß ich schon, da war Harley wirklich gut. Joe Petrale, das ist mal ein Begriff. Ja. Und da habt ihr tatsächlich ein paar Maschinen stehen. Können wir uns das auch noch anschauen? Das können wir uns anschauen. Vielleicht den Satz noch. Ich sagte ja eben unten an der Silent Grey Fellow. Ja. Bis 1914 hat Harley gesagt, keine Rennen. Ja. Wir fahren nur solche Zuverlässigkeitsfahrten, wie damals auch den Cannonball ran. Da sind sie ja mit Harleys gefahren. Und ab 1915 ist Harley dann ins Renngeschehen eingestiegen, in das Board Track Race und da richtig. Und das zeigen wir uns jetzt. Jawohl. Du, das ist jetzt der Silent Grey Fellow in der Rennvariante, genau, oder? So kann man das sagen, ganz genau, ganz genau. Ja. Hab ja gesagt, Cannonball Run, das war so diese Endurance Runs, wo Harley gesagt hat, wir machen nur solche Geschichten. Ja. Aber es gab viele Privatleute, die sind mit getunten Harleys Boardtrack Racing gefahren. Ja. Was ist Boardtrack Racing? Ja. Es gab einen Engländer, einen englischen Radrennprofi, der hieß Jack Prince. Und man ist damals in Europa Radrennen gefahren, besonders in England, in Deutschland und in Frankreich. Und für diese Radrennen hat man Ovale gebaut mit überhöhten Kurven, damit man immer schnell auch in der Kurve ist. Und der Jack Prince war dann auch nach USA ausgewandert und hat gesagt, Mensch, das mache ich jetzt für Motorräder. Und hat aus Hölzernen, aus Vierkanthölzern Ovale gebaut mit bis zu 60 Grad überhöhten Steilwandkurven, 60 Grad. Ja. Die waren so 12 bis 14 Meter hoch. Die Bahn selber war 8 bis 10 Meter breit und hatten bis zu 2 Meilen Länge im Oval. Das heißt, man konnte natürlich dort sich messen gegen die Konkurrenz, Indian, Harley, Excelsior, Thor, Emblem und wie die Marken alle hießen. Und die sind dort alle Rennen gefahren, weil es ging ja um die Gunst des Käufers, der sagt, boah, ich kaufe mir eine Harley, weil die so schnell ist. Und Harley hat nicht teilgenommen. Und jetzt fuhren da immer Privatfahrer mit, also es war Harley vertreten, aber eben nicht hochrangig von der Technik, weil es waren privat getunte Maschinen. Ja. Und so war Harley gezwungen, in das Renngeschehen einzusteigen. Und dann haben sie einen erfahrenen Rennmechaniker und Rennorganisator gefunden, der hieß Bill Ottaway. Und der Bill Ottaway hat gesagt, ich mache für euch eine Wrecking Crew, die Abrissbirnen-Crew, die auf der Rennstrecke alles niedermachen, wenn ihr mir die Motorräder gebt. Und dann gab es diese Wrecking Crew und diese Wrecking Crew ist 1915 eingestiegen mit diesen Maschinen, wie man es hier sieht. Wie du völlig richtig sagst, Basis war der Silent Grey Fellow mit größerem Tank für die langen Distanzen. Die größte Renndistanz und die fuhren nur Vollgas, waren 100 Meilen auf so Ovalen. Man hat nur zum Tanken gehalten und es gab dann Gespannrennen, Solorennen, Handicaprennen und so weiter. Und diese Maschinen haben gegenüber den Serienmodellen mit 1820 PS etwa 30 PS gehabt. Sind auf Methanol gelaufen, auf Alkohol, waren hochverdichtet. Weil sie hochverdichtet waren, wurden sie von Autos angezogen auf der Bahn, damit sie ansprangen, weil sonst hätte das Hinterrad blockiert. 12:1 Verdichtung, das war schon stramm. Ja. Autos angezogen, dann gab es eine
Einführrunde und dann gab es den fliegenden Start mit der Check at Fleck und dann wurde Vollgas gefahren. Wie schnell? Bis 150 km/h mit diesem Modell. Ja. Und in dem ersten Jahr war Harley dann schon teilweise erfolgreich, aber noch nicht dominierend. Dominierend zu dieser Zeit war Excelsior und Indian. Ja. Excelsior waren die mit dem roten X auf dem Tank. Und man hat immer gesagt, the X and the Indian. Ja. Und die Harley war immer nur so mit dabei, weil die sind ja frisch eingestiegen. Ja. Die Motorenentwicklung von Harley hat aber was gemacht. Sie haben gesagt, wir entwickeln jetzt einen Hochleistungsmotor, das hat die Welt noch nicht gesehen. Und hat einen 8-Ventil 1000 Kubik Rennmotor gebaut. Und das ist das Motorrad, was hier in dran steht. Da gehen wir gleich hin. Gehen wir gleich hin, das musst du sehen. Ja. Von diesem Modell, das ist die sogenannte 812, wurden 6 Motorräder gebaut. Eine gibt's noch, 6. Eine gibt's noch in Milwaukee im Museum. Und das ist die zweite hier. Wir zeigen dann drüben mal ein Foto von der Wrecking Crew. Da sieht man die 6 Fahrer auf der 1915er hier, wie wir sie hier haben. Also das Motorrad ist dasselbe wie dort auf dem Foto, was wir gleich schauen. Und so gab es auch 6 von diesen 8 Ventilen. Dieser Motor hat 40 PS, läuft auch auf Methanol. Und dieses Motorrad war ein Jahr später 180 km/h schnell. Und als das Motorrad an den Start ging und von den 6 ist immer wenigstens 1 gelaufen, wurden alle Rennstrecken dominiert von diesem 8-Ventile. Das war so der Schlüssel für Harley Davidson nach einem Jahr Einstieg in den Rennsport, Bordtrack-Rennsport mit dem 8-Ventile. Und das war dann das Modell, das bis verfeinert wurde bis 1927. Gab es den 8-Ventile in unterschiedlichen Varianten und da existieren weltweit heute vielleicht noch eine Handvoll. Wahnsinn. Ja. Du, Thomas, aber was ich weiß, also dieses Sporttrack Racing, das macht mir immer Gänsehaut, weil das echt was ganz, ganz Brutales ist. Ich habe allerdings nicht gewusst, dass die damals schon 180 marschiert sind, diese Maschinen. Das finde ich echt arg, 180. Und ich weiß nur, da hat es immer wieder ganz schwere, schiere Unfälle gegeben, weil ja teilweise auch diese Holzplanken, die sind ja dann gebrochen. Und wenn man da gefahren ist, das war ja immer so, wie wenn man so eine Welle vor sich her schiebt, oder? Ganz genau. Es gab bis vor 3 Jahren in Hannover noch so eine Holzrennbahn. Und wir sind auf der Holzrennbahn gefahren und hatten das erste Mal, wir fahren ja historische Rennen mit diesen Maschinen, fahren aber auf Zementbahnen, also auf Radrennbahnen aus Zement, die auch nur 333 Meter lang sind. Aber das geht schon. Und dann sind wir in Hannover auf diese Holzbahn gefahren und exakt was du sagst, Zongo, ich hatte das Gefühl, ich fahre auf Wasser und schiebe eine Welle vor mir her. Kann man sich nicht vorstellen, dass das Holz so lebt? Und deine Frage zu beantworten, es ist in jedem Rennen was passiert. Bei den Rennfahrern. Früher. Bei den Rennfahrern war es so, dass die sich, auch wenn es Konkurrenz war, vorher immer noch mal quasi umarmt und gedrückt haben, so ungefähr. Und haben auch martialische Namen gehabt, diese Fahrer. Ja. Und alle haben immer gesagt, we are all neck to neck with death. Wir sind Kopf an Kopf mit dem Tod. Und es war immer, es gab Rennbahnen, wo der Zuschauereingang ein großer Skelettkopf war, der sein Maul auf hatte. Durch das Maul ist mir in das Infield der Rennstrecke gegangen und oben drüber stand neck to neck with death. Das war, also es war damals natürlich auch fürs Publikum. Die haben bis zu 50.000 Zuschauer gehabt bei so Wochenendrennen. Es gab ja kein Fernsehen, es gab ja nichts. Da sind sie natürlich Steingang. Football gab es schon und Bordtrack Racing. Und natürlich, weil fast in jedem Rennen, es gab immer schwere Unfälle. Und das, was du sagst, das eine ist, das Holz arbeitet, das Holz lebt. Dadurch gibt es immer Unregelmäßigkeiten, auch wenn das noch so gecheckt wird vorher. Aber das Hauptproblem ist, weil die Motoren so hochverdichtet waren, das ist jetzt ein bisschen Technikausflug, der ist wichtig, musste man das Kurbelhaus entlüften, weil durch die hohe Verdichtung entstand natürlich auch ein extremer Druck, Überdruck im Kurbelhaus. Ja. Druck im Kurbelhaus heißt immer Senken der Drehzahl, weil die Kurbelwelle sich schlechter dreht. Ja. Was hat man gemacht? Die haben ganz einfach die Zylinderwände unten, unterhalb des Kolbens, wenn der Kolben auf UT steht, 1 Tiefe, 10 mm Tiefe, haben die 8 Löcher rundherum gebohrt, um den Druck aus dem Kurbelhaus zu kriegen. Geht der Kolben nach unten, geht durch diese Löcher der Druck weg. Dann, damit war die Drehzahl voll da, aber es ging auch immer Öl mit raus. Und wir haben hier einen alten Bottrek-Film laufen von 1916, da fährt diese Maschine und diese Maschine, die fahren da drin mit, das sieht man, dann haben wir hier laufen den Film und da kannst du genau sehen, immer dann, wenn die auf der Geraden wieder Gas geben, machen die alle eine riesen Qualmwolke hinten. Das ist das Öl, das sie rausschmeißen und das Öl ging natürlich auch auf die Strecke und spätestens ab der zweiten, dritten Runde wurde das Ganze schlüpfrig und dann sind viele, viele gestürzt und viele sind auch zu Tode gekommen. Wahnsinn. Du, Thomas, ich meine, es ist jetzt vielleicht ein bisschen eine vermessene Frage,
Und du kannst eh, mach mir eh keine Sorgen, du sagst die gleich, nein. Glaubst, kann ich mit einmal ganz kurz drauf sitzen? Gerne, komm, schnell ins Mikro, na klar, mach das doch. Dass du mal ein Feeling hast, Zongo. Wenn die Stadt, ich fahre die ja häufig, aber bei meinen 100 Kilo und 1,82 sieht es aus wie ein Bonbon auf dem Streichholz. Aber du bist schlanker, kleiner Kerl, so mach die Füße ruhig mal auf die Pedalen. So, und jetzt kannst du die Füße vorwärts mit in die richtige Position bringen, wie du deine, so, wie du deine Füße gerne hast beim Rennenfahren. So, das ist die Position. Und jetzt denk dir 180 km/h. Da habe ich schon Bremse. Nein, es gibt keine Bremse. Hier hast du wieder das Angstknöpfchen, der Zündaussetzer, mit dem du bremst. Und das ist nur Dekompression. Du hebst, weil der Motor ja so hoch verdichtet ist, du hebst, indem du hier ziehst, die Auslassventile an. Ja. Damit ist das Ventil leicht offen. Die Kompression ist weg. Die Autos ziehen an. Du lässt das Hebelchen los, gibst Gas und dann geht's los. Das ist ein Wahnsinn. Steig ruhig ab. So. Du, Thomas, wirklich ein Wahnsinn, bin begeistert. Und ich meine, was ich allerdings, du musst wirklich ein wilder Hund sein, weil du fährst mit sowas jetzt auch noch volle Granate, oder was? Ich fahre auch Steilwand und solche Geschichten, also ich mache schon alles, was so. Die Todeskugel, ja? Auch, ja, habe ich auch schon gefahren. Ein Wahnsinn. Du, Thomas, ich bin da drinnen, wie gesagt, jetzt beruhigen wir uns kurz bei dem Film, gut. Das schauen wir uns noch an. Okay. Und dann gehen wir wieder zu den Serienmodellen. Machen wieder die Serienmodelle und die Historie. Ja. Sehr gern. So, jetzt sind wir mal da, was ich erkenne als Fachmann, Alter, nicht mehr Silent Grey Fellow, sondern ganz normal grün und was ich natürlich auch erkenne als absoluter Fachmann, Schaltung. Schaltung okay. Am Tank. Du, wo sind wir da jetzt? Ist das ungefähr 20er Jahre? Das ist 1920, exakt. Okay. 1920 war Harley-Davidson der größte Motorradhersteller der Welt mit 30.000 gefertigten Motorrädern im Jahr 1920 und mit über 2.000 Mitarbeitern. Also es war schon richtig groß. Wir müssen jetzt mal zurückdenken, was von 1903 bis hier passiert ist. Aber viel wichtiger ist erstmal das Thema Schaltung. Wir hatten ja vorhin die 1914er, die noch keine Schaltung hat. 1914 gab es ein Entschuldige, ich muss Sie unterbrechen. Und, diese Rennmaschinen, die Boardtrack-Maschinen haben auch keine Schaltung gehabt? Haben keine Schaltung, kein Getriebe, nichts, keine Kupplung, nichts, keine Bremsen, nichts. Wird einfach nur gefahren, Vollgas. Ja. Und das Angstknöpfchen zum Bremsen. So, und es war so, dass 1914 es eine Zweigang-Nabenschaltung im Hinterrad gab, aber nur in dem Jahr 1914. Ja. 1915 kam das erste richtige getrennte Getriebe vom Motor als Dreiganggetriebe. War 1915 und 1916 war das letzte Baujahr in Silent Grey und damit Silent Grey Fellow war ab 1916 einschließlich dann als Farbe zumindest Geschichte. Okay. Und man muss sagen, 1909 gab es ja den ersten Zweizylindermotor. Okay. Von 1909 bis 1916 ist jedes Baujahr ein One Year Only. Jedes Baujahr, 1909, 1910, 11, 12, 13, 14, 15, 16, gab es jedes Jahr so viel revolutionär Neues, dass jedes Jahr bei Sammlern eigentlich die Highlights sind. Also für eine 1916er, die fast ähnlich ist wie die, zahlt man 3 bis 5 Mal so viel wie für das gleiche Modell, wenn es von 17 oder später ist. Warum? Weil sie noch grau war und warum? Weil da alle Neuerungen, die dann ab 17 bis in die 20er Jahre geblieben sind, die blieben mehr oder weniger unverändert. Okay. Und 1917 war, es war ja erst der Weltkrieg, 14, 18, Harley-Davidson hat natürlich es auch immer wieder geschafft, durch große Stückzahlen fürs Militär sich am Leben zu halten. Es sind sehr, sehr viele Motorräder für die US-Armee gefertigt worden für im Ersten Weltkrieg. Und die mussten natürlich grün sein. Und deshalb gab es dann dieses Grün ab 1917. Das war auch das Hauptjahr oder das erste Jahr, wo Harley-Davidson fürs Militär Motorräder produziert und beliefert hat. Und damit war der Wechsel von Grau auf Grün. Okay, super. Also ich habe schon immer schon gedacht, na, vielleicht eine frühe ökologische Bewegung, aber nein. Also eher die Militärabteilung. Genau. Du, diese Handschaltung, das verstehe ich da oben, das Werkzeugfach verstehe ich auch wahnsinnig gut angebracht. Ja. Da sehe ich sowas wie einen Zündschlüssel. Ja, also es gab dann im Wechsel, also das fing eigentlich an 1920, dass man dann sogenannte Magnetmodelle hatte oder sogenannte elektrische Modelle. Die elektrischen Modelle waren immer deutlich teurer,
haben meistens so 100, 120 Dollar mehr gekostet, was sehr, sehr viel war. Aber er hatte schon eine Batterie und eine regelrechte Batteriezündung. Also mit einer Zündspule und mit Zündkontakten, wie klassisch eine Batteriezündung funktioniert. Das heißt, wir haben dort jetzt haben wir schon elektronische Zündung. Also elektronisch würde ich jetzt nicht sagen, weil man spricht von der elektronischen Zündung, wenn die alles auch elektronisch macht, wie Zündverstellung und so. Ja. Das haben wir nicht. Wir haben eine Batteriezündung, das heißt, der Funken wird durch die Batterie über die Zündspule, über einen Abreißkontakt erfolgt. Ja. Und man stellt aber immer noch mit der Hand, mit dem linken Hebel, manuell den Zündzeitpunkt ein. Das ist immer noch geblieben. Das kommt erst viel, viel später. Okay. Du, Thomas, was ich aber sehe, das ist auch meiner Meinung nach ein ganz großer Schritt. Wir haben jetzt Trittbretter und keine Pedale mehr. Das, glaube ich, schon sehr wichtig, dann, oder? Ja, natürlich. Also die Trittbretter waren dann schon das, was so 1912 wahlweise eingeführt wurde. Man hat dann, es gab noch Pedalmodelle, aber man hat bei den großen Modellen hat man Trittbretter gemacht. Das war auch für die damalige Zeit viel, viel bequemer. Man konnte mal die Sitzposition ändern und es war viel entspannteres Fahren. Ja. Und die gibt es ja bis heute noch, die Trittbretter. Ja, genau. Thomas, was auch noch bis heute gibt, allerdings in einer bisschen anderen Form, wir haben da jetzt schon eine gefederte Gabel. Ja. Und hinten ist natürlich immer nur die starre Achse, aber die Sattelfederung finde ich eigentlich auch mächtig. Ja, also du siehst, und das hast du völlig richtig erkannt, man hat hier schon viel mehr dran gearbeitet, bequemer zu fahren. Es gab das zentrale Sattelrohr, das gefedert ist. Man hat Zusatzfedern im Sitz und man hat die gefederte Gabel. Bei der Gabel ist eins interessant, die Gabel ist zwar von Harley produziert worden, aber der Ursprung, die Lizenz der Gabel, lag in England. Diese Gabel wird vom Typ her eine sogenannte Castle Fork genannt. Die Firma Castle hat für 3 Hersteller weltweit diese Gabel exklusiv als Lizenz weitergegeben. Harley Davidson natürlich im ganz Großen. Die zweite Marke war Prof Superior in England. Der Rolls-Royce unter den Motorrädern hat eine sogenannte Castle Gabel. Und die deutsche Standard aus Ludwigsburg, Standardmotorräder, Ludwigsburg, hatte auch diese Gabel, diese Castle-Gabel. Und alle Gabeln sind gleich in der Funktion, sie sind nur in der Breite und in der Länge unterschiedlich, je nach Radgröße etc. Aber das ist eine sogenannte Castle-Gabel und die kommt aus England. Du, Thomas, extrem interessant, ich danke dir sehr. Was ich vielleicht jetzt nur ganz kurz wissen möchte, wie heißt das Modell, also 1920, das weiß ich, wie heißt das Modell, Kubik und Leistung. Ja. Also das ist ein sogenanntes Modell F. F war bekannteste Modell mit 1000 Kubik. 1921 gab es dann zusätzlich auch die 1200er. Okay. Die 1200er hieß dann J. Modell J, also F war die 1000er, J war dann ab 21 die 1200er, gab es aber beides zu dieser Zeit. Und den Motortyp nennt man immer noch wie bei der 1911 erstmalig mit Ventilsteuerung versehenen Zweizylinder, nennt man Pocket-12-Motor. Also diese Ära sind die sogenannten Pocket-12-Bikes. Ja. Wir kommen jetzt ja dann als nächstes. Und was haben wir Leistung da drinnen? Hier haben wir etwa 20 PS, die läuft gute 100, kann man bequem fahren, unverwüstliches Motorrad und war in der damaligen Zeit schon wirklich was Schickes. Okay, super. Und das, was da daneben steht? Ja, das ist dann 1925, das ist eine 1200er. Da gehen wir gerade mal hin. Und hier 1925 war ein besonderes Jahr, weil wenn man nur schon sich die Linienführung dieses Motorrads anschaut gegenüber denen, die vorher waren, nämlich bis 24, wir haben hier einen großen Tank, wir haben einen langgezogenen Tank, das ganze Motorrad ist im Radstand länger, das ganze Motorrad ist in sich wesentlich tiefer und man nannte diesen Rahmenstyle oder Baustyle Streamline. Okay. Der ist 1925 von Harley entwickelt worden, dieses flache, langgezogene. Man sitzt deutlich tiefer, man sitzt nicht mehr so hoch. Der Lenker wurde abgeflacht, dass man also wirklich eine tiefe, sportliche Sitzposition hatte. Und der ganze Schwerpunkt des Motorrads ist tiefer. Das heißt, die war dann im Fahrverhalten um Klassen schon besser 1925, als es die Vorgänger waren. Also hier ist komplett ein neuer Rahmen entwickelt worden und 1925 eingeführt worden. Ja.
du, was ich da sehe, das sehe ich jetzt bei diesem Modell zum ersten Mal, ist, erstens sehe ich da unten eine mächtige Auspuffklappe, oder? Ja, Harley hat ja schon beim Silent Fellow immer gesagt, unsere Motoren sind silent. Hier ist es jetzt so, dass man eine Auspuffklappe hatte und konnte den Auspuff öffnen. Das heißt, so wie es jetzt ist, ist es ein Bypass. Das heißt, direkt aus dem Krümmel hört man ganz laut das Auspuffgeräusch. Ist ja heute noch so mit unseren verstellbaren Auspuffanlagen. Macht man die Klappe zu und das ging mit dem Absatz. Zeigen wir mal. Das heißt, man ist hier nach hier hinten gegangen, hat hier drauf getreten, dann war die Klappe zu und dann ist das Abgas nach hinten rausgegangen und der Motor lief ganz, ganz leise. War ich dann außerhalb der Stadt oder wollte ich meinen Nachbarn nachts ärgern, dann habe ich hier wieder drauf getreten und dann war die Klappe wieder auf und es war schön laut. Das finde ich ganz, ganz großartig. Das ehrt Harley Davidson natürlich sehr, dass das schon 1925 so war. Und das da, was ist das? Das ist die Hupe, oder was? Ja, das ist ein sogenanntes Klaxonhorn. Die Firma Klaxon hat viele Hersteller, so auch Harley Davidson, mit Hupen ausgestattet. Also es ist nicht so, dass Harley Davidson alles selbst gemacht hat. Also man hat auch zeitgenössische Dinge, die es gab, wie so ein Klaxonhorn. Das hat man verwendet. Das gab es auch bei Autos, wenn man alte Ami-Filme sieht, wo die Ford Ts hier, die Waltons oder sowas, auf den Hof fahren mit ihrem Ford T, dann hört man immer das Geräusch. Und das ist das Klaxonhorn. Ja, was ist da drinnen? Irgendwas, eine Spule? Ja, oder? Da ist so eine Spule drin. Also das ist, das darf ich auch mal? Ja, ja. Das heißt, der Hebel hat eine Verzahnung. Ja, innen ist ein Gegenstück mit einer Verzahnung. Das dreht sich und das ist dann wie so eine, ja, wir hatten doch als Kinder immer diese Dinge, wo so, und so ist das im Grunde nur mechanisch. Ist ja Wahnsinn. Du, Thomas, was mir noch auffällt? Ja. Ich sehe natürlich jetzt wieder diese Gabelkonstruktion, Kasselgabel, aber da sehe ich jetzt erstmals, das ist sowas also so mit einer Springerfunktion, ja, oder? Also es hat sich ja immer alles ein bisschen weiterentwickelt. Man hat halt hier schon die Springerfunktion reingemacht. Das ist ja eine gleichschenklige Gabel, sodass der vordere Teil sich bewegt, der hintere Teil ist starr und diese Federbewegung wird natürlich gedämpft durch Federn, die in den langen Rohren sind. Das reicht natürlich nicht aus, insbesondere im Seidenwarenbetrieb und dann gab es die auch mit den Zusatzfedern da vorne drin. Ja. Du, was mir jetzt aufgefallen ist, bei allen Modellen bis 1925, es ist ja einerseits dieser charakteristische Lenker, der jetzt von der Form her wird das ja leicht geändert haben, aber trotzdem, das ist so, ich sage jetzt dazu, Scheibtruhenlenker, Schubkarrenlenker. Aber was wirklich fantastisch ist, dass diese Kabel, also das Gaskabel und da drüben, das ist im Lenker geführt und das ist wirklich schön. Haben sie immer schon gemacht, ja. Ja, das ist wirklich super. Ja. Jawohl. Jawohl. Und da drüben sehe ich jetzt aber was wirklich ganz andere Farbe, nicht mehr Silent Grey Fellow, auch nicht mehr das Ami Grün, sondern da sind wir jetzt mit einem ganz mächtigen Rot-Schwarz. Ja. Und ich nehme an, nachdem die Farbgebung ja auch immer Bedeutung gehabt hat, das ist ein radikaler Schritt. Ja, nicht nur das, du hast völlig richtig erkannt, nicht nur die Farbe, sondern es gab eine komplett neue Motoren- und Fahrwerksentwicklung. 1929 war das Jahr, wo die Pocket Valves ihr letztes Jahr hatten und 1929 war die Einführung des sogenannten Flathead-Motors. Was ein Flathead-Motor ist, warum der so heißt, gucken wir uns gleich an. Flachkopf. Flachkopf, exakt. Denn ab jetzt haben alle Harley-Motoren eine Bezeichnung bekommen, die irgendwie an der Kopfform angelehnt waren. Das werden wir also auch gleich machen, denn ab Flathead ging das dann los, dann gab es Flathead, Knucklehead, Pennhead, Shufflehead, Early Shufflehead, Shufflehead und so weiter. Das gehen wir dann auch mal durch. Und wir Thomas, muss ich dir ganz kurz unterbrechen, weil mir ist das natürlich bekannt, das Flathead, Knucklehead, Shovelhead, was auch immer, bis zum Evolution-Motor rauf hat das immer so solche Namen gehabt. Und das hat ihnen aber immer die Fangemeinde gegeben so, und nicht die Konstrukteure. Stimmt das? Oder? Naja, es ist, man muss das trennen. Also der Flathead-Motor ist technisch gesehen, was Robustheit angeht, ein Fortschritt. Leistungsmäßig gesehen war der nicht besser wie die Pocket Valves davor. Der hatte auch nur 20 PS. Also vom Leistungsvermögen, darum ging es da gar nicht. Es ging einfach darum, wieder so ein Design zu kriegen, was wie so ein Bauernmodus ist, der immer und überall anspringt, läuft und so weiter. Wieder so ein bisschen nach Silent Grey Fellow, ja? Mein Freund, der ist immer da und ist nicht anfällig, ist absolut wartungsfähig.
bremsarm, läuft immer, egal was los ist. Und man konnte den Motor, weil der sehr flach ist in seiner Bauweise, nicht so hoch baut, natürlich auch das Fahrwerk, den Rahmen viel tiefer machen. Deshalb waren diese VL-Modelle, das waren die ersten Flatheads, die sieht man ganz gut auf dem Bild. Das ist eine 29er Flathead, erstes Baujahr, das ist Vivian Bales, eine ganz bekannte Motorrad-Rennfahrerin in Amerika, die Tourenrennen gefahren ist. Das ist eine 29er Flathead. Und wenn man sich den Modo anschaut und wenn man sich das tiefe Fahrwerk anschaut, das ist ein kleines Mädel, wenn man sieht, wie die sitzt, wie die Beine angewinkelt sind, die ist noch niedriger, wie die Streamline von 1925 war. Und ab da wurde diese Modo über Epochen bis 1954 gebaut und im Servicar sogar bis 1973. Das Servicar ist das Dreirad, sehen wir auch gleich. Ja. Also der Modo ist, weil der so robust war, letztendlich von 29 bis 73 in dieser Bauform gebaut worden. Ja. Du, und was war technisch gesehen, warum ist es möglich gewesen, den so flach zu bauen? Ist es immer noch seitengesteuert? Das ist, genau, das hat mit der Seitensteuerung zu tun. Wenn wir mal rübergehen, wir haben da drüben eine Flathead stehen, eine Wall of Death, eine, wo Steilwand gefahren wurde. Da sieht man den Motor mal ganz wunderbar wie ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich gehe mal in die Knie und zeige euch das mal. Man sieht hier, das ist ja der Einlasstrakt vom Motor, da sitzt der Vergaser und die beiden inneren Ventile sind die Einlassventile, die beiden äußeren Ventile sind die Auslassventile. Die sind jetzt gekapselt, weil da drin Öl läuft, damit da kein Schmutz hinkommt. Man sieht aber diese Ventile stehen von unten nach oben, das heißt der Ventilteller ist hier oben drin. Und zwar seitlich von dem eigentlichen Zylinder des Motors. Also in der Mitte läuft der Kolben. Der geht hoch und runter. Die Zündung erfolgt aber in einer seitlichen Kammer. Und in dieser seitlichen Kammer stehen von unten die Ventile. Jedes Ventil hat eine einzelne Nockenwelle und die Nockenwellen sitzen hier unten im Nockenwellengehäuse. Das heißt, die Nockenwelle dreht sich, öffnet und schließt die Einlass- und Auslassventile von unten. Und diese Bauweise hat es möglich gemacht, den Kopf oben so flach zu machen, weil da oben ist ja keine Technik, keine Kipphebel, keine Stoßstangen oder was auch immer, das fehlt ja. Und weil der Motor so flach in der Bauweise ist und dieser Zylinderkopf diese flache Form hat, flat ist flach und deshalb, das ist ein Flachkopf, flat head. Ja, ja. Und du siehst, wie tief der Rahmen ist, wie tief das Position Thomas, ist. Ich muss jetzt aber noch ganz kurz nachfragen, weil diese seitengesteuerten Motoren, das ist super, dass ich das jetzt endlich einmal verstehe, was das ist. Da ist ein Endeffekt der Brennraum, der seitlich versetzt. Und deswegen können diese von unten gesteuerten Ventile auch seitlich angebracht werden. Genau. Aber bei dem Vorgängermotor, beim Pocket Valve, ist das auch so. Der Pocket Valve hat das Einlassventil oben in dem Pocket. Und das auch nur das Auslassventil unten. Super. Und weil das Einlassventil oben ist, baut der auch so hoch. Ja, ja. Also wenn ihr zurückspult und guckt euch die Pocket Valves an, dann seht ihr, da ist so ein Motor so hoch und der ist um ein Drittel weniger in der Höhe, weil beide Ventile unten stehen. Ich danke dir, Thomas. Sehr gerne. Perfekt erklärt. Das mit dieser Seitensteuerung. Mir ist es natürlich ein Begriff gewesen, aber nie ganz genau gewusst, was es ist. Was ich jetzt wirklich faszinierend finde, ist, wie kompakt und klein dieser Motor eigentlich wirkt. Aber ich meine, da ist schon Hubraum drinnen, oder? Sind 750 Kubik, also immerhin. Okay. Ja. Und aus den 750 Kubik 20 PS oder so? 20 PS, ja. War die Leistungsausbeute war nicht so groß. Die Leistungsausbeute, die änderte sich schlagartig mit dem Nachfolgemodell. Ja. Das war 1936 und das gucken wir uns jetzt auch an. Ja, aber ich muss noch ganz kurz auf der draufbleiben. Ja. Thomas, wenn ich mich aufrichten darf, bin ich froh, es ist gegangen. Alten Männer und tut's Knie weh. Du, Thomas, was ich bei dir, abgesehen davon, dass man das jetzt einfach von der Form, muss ich jetzt sagen, das ist die erste, also die alten Maschinen faszinieren mich, beeindrucken mich wirklich, aber das ist sowas, mit dem könnt ihr heute noch fahren, habe ich das Gefühl, das ist einfach ganz mächtig, dieses unvorstellbar arge Vorderrad, dann diese gedrungene Form, dieser Lenker, der nicht mehr der Scheibtruhenlenker ist, sondern wirklich ein echter Kampflenker, und was mir natürlich auch auffällt, ist diese echte Springergabel da drinnen mit
diese mörderischen Federn. Das heißt, da ist einfach wirklich viel passiert. Das ist ein Quantensprung. Ja. Quantensprung, das ist jetzt eine Harley-eigene Gabel. Das ist die Harley-Davidson-Springer-Gabel. Okay. Das ist keine Castle-Gabel mehr, sondern hier gab es die Eigenentwicklung. Ab der VL, ab der Flathead war diese Eigenentwicklung da. Und in der Tat, du sagst es völlig richtig, das ist ein Motorrad, mit dem kannst du auch heute noch fahren. Die fährt zwar auch nur 100, aber die 100 kannst du Vollgas fahren, berghoch, bergrunter, geradeaus. Ja. Das Ding läuft immer. Da geht auch nichts kaputt. Ja. Sind sehr niedrig verdichtet. Also hier mit den sogenannten Eisenköpfen hat die eine Verdichtung gehabt von 5,5:1 und es gab Aluminiumköpfe, da waren es dann 7:1. Das ist gar nichts. Ja, ja. Du, Thomas, aber was mir auffällt, was auf das gebe ich jetzt immer Acht. Mhm. Ich habe aber immer noch die manuell verstellbare Zündung. Ja. Links habe ich immer noch. Ja. Ich habe immer noch keine Vorderradbremse. Doch, Vorderradbremse hast du. Wo ist denn da? Da vorne. Ja, aber wo ist der Bremshebel? Eisenbahnbremse. Ja, der Bremshebel ist hier deshalb ab, weil das eine Steilwandmaschine ist. Okay. Und da bremst du nicht. Deshalb ist die abgeklemmt. Dass du da jetzt nicht irgendwo drankommst bei der Akrobatik, ist das abgebremst. Hier ist selbstverständlich ein Bremshebel dran. Und der Bremshebel war bei den US-Modellen auf der linken Seite und bei den europäischen Modellen auf der rechten Seite. Okay, du, und dann hat es ja immer noch gegeben, das haben wir uns noch gar nicht angeschaut, Fußkupplung, oder? Ja. Aber ich glaube, dann in der nächsten Generation ist die Fußkupplung ad acta gelegt worden und da haben wir schon Handkupplung gehabt, oder? Ja, sowohl als auch. Also der Amerikaner hat immer klassisch an der Fußkupplung festgehalten, aber es sind viele Modelle natürlich auch nach Europa geliefert worden und in Europa war Fußkupplung überhaupt nicht vorgesehen. Und dann gab es zusätzlich als Option eine Handkupplung, die die Fußkupplung unterstützt hat und man konnte dann wahlweise sowohl das eine als auch das andere benutzen. Aber nicht beim Flathead noch nicht, sondern erst beim nächsten Motor. Also die Flathead, die WL-Modelle, also die Nachfolger der VL, wie wir es jetzt hier gerade gesehen haben, die gab es dann wahlweise schon in Amerika, aber auch für den europäischen Markt mit dieser Handkupplung, wie wir es ja kennen. Okay. Deshalb war auch der Bremshebel dann für Europa-Modelle auf der rechten Seite, der Handbremshebel für vorne und der Kupplungshebel, der nachgerüstete, der war links. Ja. So wie bei uns die Motorradanordnung war. Und ich habe jetzt trotzdem noch gehabt, also wenn ich diese Handkupplung habe, habe ich aber trotzdem noch im linken Lenkergriff. Immer noch die Zündverstellung. Immer noch die Zündverstellung. Also, ich merke schon die Neugier bei dir, Zongo. Also eine elektronische Zündung, das kommt erst ganz spät. Das muss der Matthias nachher machen. Da sind wir schon in den 90er Jahre. Ja. Das ist nicht meine Welt, das weiß er. Ja. Die erste manuell, ich sag mal, automatisch Zündverstellung war mechanische automatische Zündverstellung war 65 mit der Elektra Glide. Da waren Fliehkraftgewichte in dem Zündverteiler drin und da der Zündverteiler sich gedreht hat, je höher die Drehzahl wurde, umso schneller hat sich der Nocken der Zündanlage, die ja den Kontakt öffnet, gedreht und umso schneller sind die Fliehkraftgewichte nach außen gegangen und hat damit die Zündung auf früh verstellt. Das war eine mechanische Verstellung. Und dann ist erst der linke Handzündhebel weggefallen. Aber das war noch mechanisch. Elektronisch ist es dann, wenn das, was da drin ist, per Elektronik passiert. Also der Zündfunke sich auf Frühzündung stellt mit einer elektronischen Maßgabe. Das war viel, viel später. Ich meine 2000, aber das weiß Matthias besser als ich. Das ist ein Wahnsinn. Thomas, weil für mich das einfach irre ist. Ich habe eh schon genug zu tun mit dem Gasgriff und mit der Bremse und mit der Kupplung habe ich meiner Meinung nach schon genug zu tun. Und früher bei den Vergasermotorrädern kann ich mich noch erinnern, das mit dem Joke, das ist auch gegangen, das hast du halt dann einmal reingekriegelt und dann hast du aber Ruhe gehabt. Aber das mit der Zündverstellung, das war ja dauernd. Und jetzt sehe ich aber schon das nächste Modell. Ja. Und dort bilde ich mir ein, gibt es keine Zündverstellung mehr am Lenker. Doch. Aber vielleicht sagst du mir das kurz. Doch. Was haben wir da jetzt? Also, wir haben jetzt hier. Wir sprechen vom Jahr 1936. Wieder ein Quantensprung. 29 Flathead-Einführung mit der VL, später dann die WL. Ja. 1936 hat Harley-Davidson die sogenannte Knucklehead
erstmalig vorgestellt. 1936 vorgestellt, 37 in die Serienfertigung gegangen. Zunächst mit 1000 Kubik, ab 1941 dann mit 1200 Kubik. Die Knucklehead war, wie man hier sieht, ein richtiger OHV-Motor mit oben hängenden Ventilen. Okay. Das war schon Renntechnik für die Straße. Beim Flathead-Motor haben wir aus 750 Kubik von 20 PS gesprochen. Der Motor hat schon 40 PS aus 1000 Kubik und man sieht den Unterschied. Hier ist auch wieder Einlassventil, Auslassventil, aber eben nicht von unten gesteuert, wie bei den Flathead-Motoren, sondern von oben. Hier oben in diesen Gehäusen sind die Ventile. Das sind die Einlassventile, auf der anderen Seite sind die Auslassventile. Hier sind Kipphebel drin, die die Ventile betätigen, über Stoßstangen, die die Kipphebelwellen betätigen. Und die Nockenwellen sitzen wieder hier unten drin, wie man es von der Flathead kennt. Die Besonderheit dieses Motors 1936 war, dass der Brennraum ein sogenannter hemisphärischer Brennraum war. Hemi. Also Hemi. Hier haben wir Hemi im Motorrad. Das ist ein kugelförmiger Brennraum, bei dem die Zündkerze im Brennraum oben drin sitzt, wie es ja renntechnisch auch entwickelt wurde. Ja. Beide Ventile hängen oben im Kopf und du hast natürlich eine deutlich bessere Verbrennung und damit eine deutlich höhere Leistungsausbeute. Und deshalb waren diese Knucklehead-Motoren für die damalige Zeit 1937 in Serie gegangen. Das waren somit die schnellsten Serienmotorräder, die es gab. Also so ein Motorrad ist mit 40 PS 100 Meilen, sprich 160 km/h gefahren. Und die hatten schon ein gescheites Fahrwerk. Es gab verschiedene Rahmenformen. Es gab den Straight-Leg-Rahmen, den sehen wir hier. Da sind die Rahmenrohre gerade. Und es gibt den sogenannten Wishbone-Rahmen. Das ist einer, der hat so einen Knick, den sehen wir gleich, wenn wir uns eine Pennet anschauen. Ja. Und so waren die Rahmen dann auch unterschiedlich. Aber auch hier war es so, hier hat man noch Handverstellung gehabt. Aber wir sehen ja, das ist ja ein typisches Customizing-Bike. So hat man in den 70er Jahre Bikes umgebaut. Und der das Bike umgebaut hat, der hat schon so eine mechanische Zündanlage hier drauf, von der wir gerade sprachen. Das haben viele später nachgerüstet, weil es ja viel einfacher war und auch viel leistungsorientierter war. Und du siehst, es sieht genauso aus wie die Handverstellung, die sich ja hier dreht. Ja. Nur hier dreht sich nichts mehr, das ist fest. Und hier sind diese Fliehkraftgewichte drin. Super. Hier sehen wir mal genau das, was du gefragt hast, was aber erst 1964/65 offiziell von Harley mit in die Motoren eingebaut wurde. Ja. Du, Thomas, ganz, ganz großartig. Ich muss noch einmal die Frage wiederholen, die hast du vorher falsch verstanden. Ja. Aber die Antwort war eh so großartig, dass ich dann selber jetzt das wieder vergessen habe. Aber das ist jetzt der Knucklehead. Das ist Knucklehead. Wegen die Knöchel. Wegen der Knöchel. Genau. Weil wegen der Knöchel. Hier, diese beiden Knöchel. Und der Flathead war wegen diesem flachen Kopf. Und meine Frage ist dahin gegangen, diese Begriffsbezeichnung, die kommt aber nicht direkt von der Harley-Davidson Company, von den Ingenieuren, sondern das kommt von mehr oder weniger vom Publikum oder von den Leuten, die das gekauft haben, habe ich zumindest gehört. Ja, das stimmt. Also als die Motoren jeweils rauskamen, hat Harley nicht gesagt, das ist jetzt unser Knucklehead oder das ist unser Flathead. Okay. Das hat sich entwickelt, das wird auch heute von Harley immer noch so verwendet. Aber in der Zeit, als sie rauskamen, hat man das nicht typisiert über die Form des Zylinderkopfs. Okay. Ja. Wichtig in dem Baujahr, das muss ich jetzt noch sagen, ist, zeitgleich gab es den Flathead-Motor weiter. Man hat nur gesagt, außer dem 750er-Motor, den es ja bis 54 noch gab, als normales Motorrad, nicht Servicar, hat man dann gesagt, so, wir bohren jetzt den Flathead-Motor, damit er mehr Leistung kriegt, nochmal auf und machen ihn einmal mit 1200 Kubik und einmal mit 1300 Kubik. Das heißt, der Flathead-Motor wurde aufgeblasen, hat viel mehr Hubraum bekommen, dadurch auch mehr Leistung bekommen und da lagen wir dann beim einen bei 30 und beim anderen bei 34 PS, was gegenüber den 20 PS des 750er-Motors schon eine deutliche Steigerung war. Und es war immer noch so ein Bauernmotor. Deshalb wurden die auch gerne mit Seitenwaren gefahren, weil wenn man was gebraucht hat mit Zug und mit Drehmoment, dann hat man so einen 12 oder 13er der Flathead-Motor genommen. Super. Und das haben wir drüben, diese grüne, die wir drüben stehen haben, das ist eine Big Flat mit 1200 Kubik und Seitenwagen. Ja, super. Thomas, großartig. Du, und das haben wir jetzt super abgeklärt, das ist aus der Gemeinde, aus der Community entstanden und dort, wenn ich mich nicht irre, sehe ich jetzt aber schon den
Pinhead-Motor, ganz genau. Also 1947, also 36 Prototyp, 37 Knucklehead-Serie bis 1947. Und 1948 wurde der Motor dann weiterentwickelt als Pinhead-Motor. Im Grunde ist der Motoraufbau der gleiche wie bei der Knucklehead. Es sind nur ganz kleine Unterschiede. Der wesentliche Unterschied ist wirklich der Zylinderkopf und die Aufhängung der Kipphebel und der ganze Zylinderkopf. Das gesamte Zylinderkopfarrangement. Und wie man hier sieht, gegenüber der Knucklehead, haben wir hier einen großen pfannenförmigen Deckel, wie eine umgedrehte Pfanne, als Ventildeckel. Und weil der diese Pfannenform hat, nennt man diese Form Panhead. Die Panhead ist gebaut worden bis einschließlich 1965. Und 1965 war das erste Jahr der Elektraglide. Und das war das letzte Baujahr für den Panhead-Motor. Okay. Du, aber was die Geschichte von Harley-Davidson ist meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz wichtig, diese Sportster. Ja. Und da kann ich mich auch noch erinnern, an irgendwas, ich habe es irgendwo in einem Buch gesehen, also ein Werbesujet mit Elvis Presley auf seiner Sportster. Ja. Aber die Sportster, was hat denn die für einen Motor gehabt, die erste? Also die Sportster unterscheidet sich von allen Harleys dahingehend, dass die Sportster immer schon von Anbeginn einen sogenannten Blockmotor hat. Das bedeutet, alle Harleys, seit es Getriebe gibt, hatten ein getrenntes Getriebe und einen getrennten Motor. Und mit der Sportster-Baureihe hat man erstmals das gemacht, was die Engländer immer schon gemacht haben in den 50er Jahren. Die haben Motorgehäuse und Getriebegehäuse in einen Block gefasst, an geflanscht oder sogar in einem Guss gehabt und das Getriebe war nicht mehr separat. Und das war die Urbauart des Sportster-Motors. Der Sportster-Motor ist aus der Rennszene entstanden. Es gab damals diese Flat-Track-Rennen, was ja der Nachfolger des Sport-Tracks ist. Yeah. Und bei den Flat-Track-Rennen war die Begrenzung 750 Kubik. Und die ersten Rennmaschinen auf Sportster-Basis waren Flatheads. Auch Elvis Presley, wenn man das Bild sieht, da gibt es so ein ganz bekanntes Bild, da sitzt er auf seiner Sportster drauf. Yeah. Das waren Flathead-Sportster, die allerdings natürlich 40, 45 PS im Tuning-Zustand hatten, sonst wären die gar nicht konkurrenzfähig gewesen. Also Blockmotor, Flathead und der Flathead-Motor in der Sportster, die sogenannten K- und KH-Modelle, hatten von 52 bis 1956 am Anfang 750 Kubik und ab, ich glaube, 54 900 Kubik und waren der Vorläufer für die dann OHV-Sportster, die sogenannte XL. Als Flathead-Sportster hieß die nicht Sportster. Die hieß immer nur K- oder KH-Modell. Okay. Und erst 1957 mit der Einführung der XL-Sportster, die den OHV-Zylinderkopf Zylinder hatte, und zwar vom Shufflehead-Motor, da kommen wir ja noch hin, das war dann die Ur-Sportster 57 bis heute. Super. Thomas, ich danke dir sehr. Da den Elvis Presley habe ich natürlich auch ausgestellt, den King of Rock'n'Roll, weil es ist einfach, das ist echt fantastisch für mich. Ja. Du, und jetzt sehe ich da drüben aber was, diese Duo-Glide. Ja. Und bei der Duo-Glide, soweit bin ich gebildet, war das herausragende zum ersten Mal eine Hinterradfederung. Ganz genau. Das war 19... Gehen wir da hin, Thomas? Da gehen wir hin. Das war 1958, mein Geburtsjahr. Stellen wir uns hinten rein. Stellen wir uns hinten dran. Ja, hier hat dann logischerweise... 1958 dein Geburtsjahr, hast du es so eingestreut? Ja, habe ich eingestreut, dankeschön. Du bist in Führung. Dankeschön, ja. Und ich sehe aber jetzt manche Hänge aus. Du, aber du fährst ja immer noch harte Rennen, gell? Ich fahre immer noch ein Autorennen, Motorradrennen, Steilwand, Bordtrack, alles immer noch regelmäßig so 12 bis 15 Rennen pro Jahr. Du, aber nachdem du jetzt das ganze Leben wirklich hart Rennen fährst, wie oft hast du dich ausbreitet und wie oft hast du wirklich wehtan? Naja, einige Male. Ja. Ja, war schon alles dabei. So ziemlich alles schon mal gebrochen gewesen. Aber das gehört dazu, das gehört dazu. Und wir fahren heute Oldtimer-Rennen mit Vorkriegsautos aus 20er und 30er Jahre. Die laufen über 200 und da wird auch volle Lotte gefahren. Na, aber du fährst Motorrad auch. Ja, ganz normal. Okay. Natürlich nicht. Thomas, ganz, ganz große Freude. Aber ich meine, das wird jetzt sowieso ein Epos. Das müssen wir jetzt leider kürzer halten, obwohl mir das natürlich irrsinnig interessiert. Aber bei dieser Hinterradfederung, also das ist, ich weiß nicht, wo sind wir da jetzt, 1958 exakt, oder irgendwas? Exakt. Hast du gesagt, ja. Und dort sind wir jetzt
Jetzt haben gesagt, sie dachten, da braucht man Hinterradfederung auch. Also die Starrrahmenzeit war vorbei. Starrrahmen ist das, dass das Heck ein Rahmendreieck hat, das nicht federt. Ja. Und die Starrrahmenzeit war damit vorbei. Und der sogenannte Knickrahmen hielt Einzug. Man sieht das hier ganz gut. Die Federung ist hinten. Der Rahmen ist relativ kurz gefasst. Die Schwinge unten ist eine Rundrohrschwinge, die mit den beiden Federbeinen verbunden ist. Und das Hinterrad schwingt halt in den Rahmen ein. Und weil der Rahmen, ich sage mal, hier diagonal vom Lenkkopf nach hinten läuft und dann auf einmal alles gerade ist, hat man gesagt, das ist der Knickrahmen, weil der einen Knick hat. Ja. Du, ich finde diese Maschine, so wie sie da steht, schlichtweg großartig. Mir kommt auch vor, dass ich zumindest bis zum aktuellen Fatboy, also der Vorgänger vom aktuellen Fatboy, genau diesen Scheinwerfer hat und genau diese Gabel und meiner Meinung nach sogar diese Lenkerform. Ja. Also da ist 1958 schon sehr, sehr viel vorweggenommen worden, was bis heute machen. Ja, man kann es auch umgekehrt sehen, also so Modelle wie eine Heritage oder wie eine Softail Slim, die es nicht mehr gibt, oder Softail Deluxe, die es nicht mehr gibt, die sind alles Reminiszenzen an die Duo-Glide dieser Zeit, weil, wie du sagst, Lenkerform, Lenkerverkleidung etc. Das ist alles da in der Verbindung. Das heißt, da holt man das eigentlich wieder ab. Ja, du, was ich noch sehe, was mir natürlich voll taugt, ist dieser Lenkungsdämpfer manuell verstellbar. Ja. Und was mir auffallen ist, bei all diesen Modellen, ich habe jetzt am linken Lenkerende, ich habe dort, glaube ich, wirklich noch die Verstellung der Zündung, habe ich immer noch, die manuelle. Und ich habe immer noch diesen Kielschalter. Ist das? Nein, das ist die Hupe. Das ist der Hupenknopf, weil hier hast du ja schon ein Zündschloss, mit dem du, ich sage mal, Zündung ein- und ausschaltest oder noch ein zweites das Licht ein- und ausschaltest, braucht man das nicht. Das ist definitiv der Hupenknopf und auf der anderen Seite, das ist Aufblendlicht und Abblendlicht. Das gab's dann schon. Okay, du, und wann ist dieser Angstschalter eigentlich weggekommen? Naja, eigentlich dann so bis 29, also mit dem Ende der Pocket 12s ist auch der Killschalter weggekommen. Ja. Ja. Jetzt sind wir ja bei Pennet, 1958. Wir haben gesagt, ab 48 gab es die Pennet. Und das letzte Baujahr der Pennet ist das Jahr 1965. Und das ist ein epochales Jahr, weil das war das letzte Baujahr der Pennet. Und es war die erste Elektra-Glide, die es gab, 1965. Es gab damals einen Film, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der hieß irgendwas mit Elektra-Glide 101 oder so hieß dieser Film. Das war ein Kinofilm in Amerika, 65, und da fuhr diese erste Elektra-Glide mit. Also da wurde sogar schon Werbung gemacht. Da fuhr so ein, also Hauptakteur war ein Polizist, der so eine Elektra-Glide hatte. Natürlich wurden die auch behördlich sehr stark vermarktet. Okay. Und die Elektra-Glide heißt deshalb Elektra-Glide, weil das erste Motorrad von Harley-Davidson war, das einen elektrischen Starter hatte. Okay. Und der elektrische Starter, also das gleiche Knöpfchen, wie wir es hier hatten, war dann auf der anderen Seite auch nochmal. Und wenn man da drauf gedrückt hat mit Zündung ein, wurde der Motor elektrisch gestartet. Super, die haben wir da auch, oder? Die haben wir nicht da, aber baugleich, nur ein Jahr später, und das zeige ich euch jetzt. Das ist super. Thomas, das ist jetzt diese Elektra-Glide. Ich muss sagen, ist natürlich schon deutlich wuchtiger als diese Duo-Glide, muss ich wirklich sagen. Ja. Was ich fantastisch finde, ist diese in wahnsinnig schön, wie ich nehme an, das ist also ein getängeltes Alu da vorne, was mich wahnsinnig an den Rotking erinnert, diese Front, diese Scheinwerferabdeckung. So. Mhm. Und was ich auch großartig finde, sind diese Plastikkoffer oder Hartschalenkoffer, die es eigentlich auch in die moderne Zeit geschafft haben. Also das war echt die Ikone 1965. Also das ist jetzt eine 66er, warum die etwas anders ist als die erste Elektra-Glide, zeige ich euch. Aber ansonsten hast du völlig recht. So sah die 65er Elektra-Glide aus. Der Unterschied war lediglich der, dass der Pennhead-Motor, wie wir ihn jetzt hier in der 58er haben, der gleiche Motor in diesem Fahrgestell war, wie wir es hier sehen. Das fanden wir jetzt nicht so spannend, die deshalb hier herzustellen, weil sie sich von der nicht unterscheidet, sondern 1966 bis 1969 gab es ein Übergangsjahr, und das war auch die seltensten Elektra-Glide-Modelle, sage ich mal. Ja. Das war im Übergang der sogenannte Early Shufflehead-Motor.
1970, sehen wir gleich, gab es eine ganz neue Motorentechnik. Das war der Shovelhead, der Schaufelkopf. Ja. Warum der so ist, zeige ich. Ja. Und das war wieder ein epochaler Motor, weil der leistungsmäßig wieder 20 PS über den bisherigen Motoren lag. Aber von 1966 bis 1969 hat Harley-Davidson eine Symbiose gemacht. Sie haben das komplette Kurbelgehäuse der Penhead-Motoren genommen und haben die schon neu entwickelten Shovelhead-Zylinder und Köpfe da drauf gepflanzt. Deshalb, wenn wir jetzt hier mal schauen, siehst du, der ganze untere Teil hier ist exakt das gleiche wie bei den Penheads, die wir gesehen haben. Aber der obere Teil hier sind die Shovelhead-Zylinder und Zylinderköpfe. Und weil das hier wie eine Schaufel ist, wie eine rumgedrehte Schaufel, die Form, nennt man die Shovelhead. Und das für uns war es immer klar, dass Harley mit dem Shovelhead-Motor in der Entwicklung noch nicht fertig war, aber die Köpfe und alles schon hatte und dann gesagt hat, komm, dann machen wir einen Zwischenstep und machen mal von 66 bis 69 einen Mischmotor. Deshalb heißt der auch Early Shovelhead, der frühe Shovelhead, weil er war noch nicht fertig. Na, ist ja unglaublich. Und wieso haben sie ihn trotzdem schon verwendet? Wahrscheinlich, weil hier gab es dann schon mehr Leistung. Ja. Sie haben wieder was gehabt, was technologisch einen neuen Weg gezeigt hat. Ja. Der interessierte Käufer hat gesagt, oh, das ist geil, das gefällt mir, da habe ich wieder 10 PS mehr, das ist für mich ansprechend. Hätten sie es nicht gemacht, hätten sie vielleicht Kunden verloren an andere Anbieter. Nein, haben sie gesagt, wir machen diesen Mix und der Motor ist halt dann Early Shovelhead. 1970 kam dann der komplette Shovelhead raus, den wir uns gleich anschauen. Ja, boy. Da sind wir jetzt beim Late Shovel. Das ist Late Shovel. Ja. Obwohl keiner mehr wirklich Late Shovel sagt. Man sagt halt, das ist Shovelhead. Ja. Weil der Early Shovelhead war ja nur eine Interimszeit. Aber du hast völlig recht, wenn es ein Early gibt, muss es auch ein Late geben. Aber das ist der Late Shovel oder der Shovelhead. Und den gab's dann ab 1970. Ab 1970 und der hat aber dann schon deutlich mehr Leistung gehabt. Deutlich mehr Leistung. Der hat dann schon, ich müsste lügen, 78 PS und hat im Anfang jetzt auch noch 1200 Kubik, ist dann später auch in den Hubräumen größer geworden. Aber um ehrlich zu sein, Zongo, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich dich schon vorgewarnt habe, hier fängt jetzt mein gefährliches Halbwissen an. meine Welt sind die Vorkrieg- und Vorvorkriegsfahrzeuge, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Ja. Und ich sage mal so, bei Shovelhead bin ich dann schon fast wieder raus. Ich würde jetzt meinen Partner Matze Meyer bitten zu übernehmen mit seinem richtigen Wissen und nicht mit meinem gefährlichen Halbwissen, weil ab hier seid ihr bei ihm viel, viel besser aufgehoben. Du, Thomas, dann sehen wir dich dann noch bei der Verabschiedung. Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es war unfassbar toll, was du alles gewusst hast, was du uns gezeigt hast. Ich finde es auch großartig, dass nach dieser Orgenrennfahrerei, die offensichtlich noch nicht zu Ende ist, also so gerade da stehst. Ja. Ganz großartig. Und ich freue mich auf Matthias und wir sehen uns später. Sehen uns danke später. Sehr. Tschüss, danke, Thomas. Da kommt schon Matthias Meyer. Matthias, du, ganz, ganz großartig. Also der Kompagnon hat jetzt wirklich groß aufgezeigt. Das war wirklich fantastisch. Und jetzt kommen wir aber schon in diese Generation. Da bin ich selber dann auch schon mit Harley-Davidson gefahren. Mit den alten Maschinen bin ich eigentlich nie gefahren. Und Shovelhead, sag mal was, jetzt weiß ich ja, dass es einen Late-Shovel gibt und dann kommen aber schon die nächsten Generationen. Genau. Also Shovelhead, in dem Fall Late-Shovel, wenn wir von den 4 Jahren Early-Shovel rübergehen. Du hast hier das Kurbelgehäuse, nicht mehr nierenförmig, so wie es bis zum Early-Shovel war, sondern hast dieses Kurbelgehäuse, was dann auch beim Evolution-Motor eingebaut war oder verwendet wurde. Und wir haben ja noch die Shovelhead-Köpfe und haben in der Maschine noch 1200 Kubik, dann später am Anfang der 80er 1340 Kubik. Und dann wurde tatsächlich mit der Einführung des Evolution-Motors in der Softail-Baureihe auch, wurde dann diese 1340 Kubik beibehalten. Und die Shovel hatte dann auch mit dem größeren Motor, mit dem größeren Hubraum auch deutlich über 60 PS. Vorher war das ja alles. Der Thomas legt übrigens gerne immer auch noch ein paar PS drauf. Der hat bestimmt wieder so 70, 75 irgendwas erzählt. Das sind dann wahrscheinlich Sae PS. Weil er immer getunte Maschine gefahren ist. Genau. Ne? Und also wie gesagt, die haben dann
immer schon so um die 60 PS gehabt, der 1340er Shovel auch vor ganz gut, ja. Aber hier sieht man es noch bei dem Fahrzeug, der hat das AMF-Logo noch dran. Ja, ja. In der AMF-Zeit war das ja mit der Zuverlässigkeit nicht so weit her, gerade zum Ende hin, deswegen gab es ja auch den Management-Buyout bei Harley und danach, gerade dann mit der Einführung des Softail-Rahmens oder des Evolution-Motors generell, ging das ja steil bergauf. Nicht unbedingt immer mit der Leistung, aber zumindest mit der Zuverlässigkeit. Ja. Matthias, das ist aber eh ganz wichtig, wenn wir jetzt also die Geschichte von Harley-Davidson durchgehen. Es ist ja ist wirklich ein Epos, aber ich meine, mehr als würdig. Das ist so, 120 Jahre Harley-Davidson. Und das mit AMF, das ist ja, wird ja von relativ vielen so ein bisschen als dunkle Zeit von Harley-Davidson betrachtet. Und ich selber bin tatsächlich dann mit diesen Evolution-Motoren eingestiegen. Und da muss man sagen, da ist zwar immer noch der Mythos mitgerannt, dass die fallen aus der Hand und da kann man nicht weit fahren. Aber ich bin dann gefahren, Sizilien und Retour in einem Zug, da hat es nie irgendwas gegeben. Also das war ein richtiger Qualitätssprung zu bemerken. Aber vielleicht kannst du das ganz kurz sagen. AMF, das war irgendwas aus einem Industriekonglomerat. Das war ein Mischkonzern, American Machine Foundry. Ja. Und die haben Harley sehr geholfen in der Anfangsphase. Ja. Wann war das ungefähr? Ja, das war in den 60ern, haben sie es übernommen, 1969 oder sowas. Ja, ich glaube, ja, genau. Ende der 60er. Ja. Das genaue Datum weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Du stellst mir Fragen hier. Ja. Auf jeden Fall in dieser Ära, zu Beginn dieser Ära mit AMF, lief das sehr gut. Das hat Harley ja nicht nur neues Geld gebracht, sondern auch Management-Skills. Ja. Ja. Und man hat aber gemerkt, nach einer gewissen Zeit, so das ging ja um die 10 Jahre oder gute 10 Jahre, war dann so ein bisschen die Luft raus. AMF hatte auch nicht mehr den Fokus so da drauf. Und da gab es ja, sag mal, Leute bei Harley-Davidson in diesem Management und auch Leute, die noch den Namen Davidson trugen, die dann gesagt haben, hier, wir müssen irgendwas machen. Das geht hier jetzt gerade mit der Qualität, mit der Weiterentwicklung geht das in die falsche Richtung aus unserer Sicht. Ja. Und die haben dann diesen Management-Buyout gemacht, 81, und ja, haben sich dann damit beschäftigt, diese neue Generation Harley mit dem Evo, aber auch mit der Harley Owners Group, die damals erfunden wurde. Ja. Ja. Damit ist das ganze, diese ganze AMF-Ära nicht ganz so gut, wie sie eigentlich gewesen wäre, betrachtet worden, weil man hat gesehen, wie es ab 1983, 84 bergauf ging. Und das heißt natürlich, wenn es so stark bergauf geht, war das, was davor war, wird eher mal etwas negativer gesehen. Ja. Na, qualitätsmäßig war es wirklich so, Ende der 70er war das schon schwierig. Ja. Du, da drüben haben wir jetzt schon einen Evolution-Motor stehen. Evos weiter. Gehen wir da weiter, Matthias? Du, Matthias, weil du gesagt hast, diese Harley-Davidson Owners Group, die Hock, da ist er, glaube ich, immer noch dieses Maskottchen, ist so ein Schweindl. Und das ist ein Schweindl, da haben wir ein wahnsinnig tolles Bild da gesehen, irgendein Rennfahrer, der hat so ein Maskottchen, oder wie war das? Genau, das war das Maskottchen der Rennfahrer damals. Und diese Buchstaben, die einmal dieses Ferkel bezeichnen, stehen halt dann auch für die Harley Owners Group, deswegen kurz Hock. Also das Wort Hock ist in unterschiedlichen Zeiträumen jetzt für unterschiedliche Dinge verwendet worden. Aber die Hock hat auch dieses Jahr übrigens, wo wir diese Ausstellung machen, 40-jähriges Jubiläum, 1983, nachdem man sich von AMF getrennt hatte und die Firma neu hat aufleben lassen, hat man auch die Harley Owners Group erfunden. Und die ist jetzt schon 40 Jahre alt. Ja. Und ich glaube, das hat irgendwas 680.000, Hunderttausende Mitglieder. Ja, es ist so, dass teilweise sogar mal über 1 Million Mitglieder da waren. Das liegt aber auch daran, dass du immer im ersten Jahr, in dem du eine neue Harley gekauft hast, Mitglied bist, kostenlos in der Harley Owners Group. Das heißt, du hast diese Leute, die neu dazukommen und hast dann die entweder jährlich verlängern oder Live-Member in der Harley Owners Group werden. Wenn du 10 Jahre dabei bist oder den Geldwert für 10 Jahre zahlst, bist du sogenanntes Live-Mitglied. Da bist du für immer in der Harley Owners Group. Und deswegen wir sind ja die größte Motorradfahrervereinigung der Welt dadurch. Okay. Durch diese Anzahl der Mitglieder. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Du, und jetzt sind wir aber dort beim Evolution Motor. Genau. Und dieser Evolution Motor ist jetzt, also wir haben jetzt dort gehört,
Flathead, Knucklehead, Shovelhead oder Shovel, Benhead, ja, alles haben wir gehört. Und der Evolution Motor ist aber offensichtlich als Evo in die Geschichte eingegangen. Das ist der Evo. Ja. Der Evo ist auch für viele Leute, also es gibt ja welche, die haben so T-Shirts an, da steht Harley Davidson und wie so ein Grabstein 1903 bis 1984. Ja, das waren also wirklich diese Hardcore-Fans, die dann schon den Late Shovel noch geduldet haben. Ja. Aber der hatte schon viele Dinge, die ja auch im Evo Evolution Motor hinterher verwendet wurden. Und dann gibt's halt die dann sagen, 1903 bis 1999, wo dann der Evolution Motor nicht mehr weitergebaut wurde. Und der Evo Motor war, muss man sagen, gleichzeitig auch die Geburtsstunde der Softail-Baureihe, die aussah wie ein Starrrahmen 1984 mit der Softail Standard und dem Evo-Motor. Und die Softail-Baureihe war ja, ich sag dann von 1984 an bis heute die meistgebaute, meistverkaufte Baureihe. Speziell bei uns in Europa ist die Softail eben sehr beliebt und berühmt gewesen. Da sehen wir gleich noch ein paar Beispiele dafür. Und da hatte der Motor, wie in dem Late Shovel, dann auch zum Schluss 1340 Kubik. War in der Softail halt dann auch starr mit dem Rahmen verschraubt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil dadurch hat er immer noch die Vibrationen beibehalten. Ja. Sogar relativ viele, weil vorher mit 1200 Kubik oder 1000 Kubik oder 1340er hat, den hast du, wenn du die Softail angemacht hast, hast du schon was gespürt im Stand. Nicht nur den klassischen Potato Sound, den auch der Evo-Motor noch hatte, sondern halt auch die Good Vibrations. Ja. Dadurch, dass es in der Softail-Baureihe fest mit dem Rahmen verschraubt war, ist ja das immer mit einer Ausgleichswelle gewesen, oder? Ja, deswegen Grabstein 1999, weil die Ausgleichswelle wurde erst im sogenannten Twin-Cam-Motor als Twin-Cam B eingeführt. Also der Twin-Cam 88 war der erste Motor, der dann eine Ausgleichswelle hatte in der Softail-Baureihe. Und da waren dann die Hardcore-Fans wirklich endgültig bedient und haben gesagt, oh, jetzt bauen sie auch noch eine Ausgleichswelle ein. Aber der Evo hat die halt noch nicht. Ne? Ja. Der vibriert noch. Okay, du, und was haben wir das gesehen? Ein Heritage Soft ist es mit einem Evo-Motor. Das ist eine ganz besondere Heritage-Softail, weil das ist die sogenannte Cowglide wegen des Kuhfellsattels. Die hat man sich 1993 als Sondermodell einfallen lassen. Ja. 1993 war ja auch was Besonderes. Ne? Da war der 90. Geburtstag von Harley. Ja. Und da hat man unter anderem halt als ein Sondermodell diese Cowglide rausgebracht. Und die hieß dann Softail Nostalgia, ist aber von 1994 bis 96 jeweils nur in einer bestimmten Farbe, Zweifarblackierung, als Heritage Spezial weitergebaut worden. Konnte man erkennen an den kleineren Koffern und jeweils nur eine bestimmte Lackierung, die gab es in Weiß-Silber, in Grau-Schwarz und in Grün-Silber. Und nach 4 Jahren wurde die dann eingestellt. Heute oder danach im Twin-Cam-Ära gab es dann die sogenannte Softail Deluxe. Das war eigentlich so der Nachfolger von der Nostalgia oder der Cowglide. Aber die hat es lange gegeben, die Softail Deluxe. Oder? Ja, die hat es lange gegeben, tatsächlich von 2006 an. Ja. 2006, ja. Bis immer mal mit einer kleinen Unterbrechung bis 2021. Ja. Die gab es auch lange, ja. Wahnsinn. Du, und dieser Evo-Motor, das war natürlich noch ein Vergasermotor, klar, mit Vergaser. Und ich glaube, jetzt so 1991, der erste Fatboy. Ich glaube, das war 1991 oder wann war das, der erste Fatboy? Ja, die sehen wir gleich oben noch, die erste Fatboy. Die war tatsächlich 1990 und 1991 ist das Datum, wo Fatboy in aller Munde war, weil da wurde Terminator 2 gedreht und der Arnold ist halt auf einer 91er Fatboy gefahren. Aber das war noch Evo-Motor. Das war der Evo, wurde bis 1999 gebaut in der Softail-Baureihe, also Baujahr 99 war der letzte Evo. Und im Touring-Bereich, also Road King E-Glide, da wurde schon ein Jahr früher, also mit dem Modelljahr 99 gewechselt. Und den Evo-Motor habt ihr den kubikmäßig, aber der ist auch immer stärker. Immer 1340. Ja. Also der Evo war tatsächlich der Motor, der durchgehend die gleiche Kubikzahl hatte. Beim Twin Cam war es dann wieder anders. Ja. Und vorher ja auch, haben wir gehört, beim Shovel und so, da gab es 1000 Kubik, 1200 Kubik, 1340 Kubik. Ja. Ja. Und der Evo war tatsächlich eine sehr lange Bauzeit, aber immer gleiche Kubikzahl. Ja. Du, Matthias, nachdem ihr dort von der, ich erwähne das jetzt einmal kurz, die Harley, wie heißt es jetzt genau? Die Harley Factory. Die Harley Factory in Frankfurt. Harley Factory in Frankfurt. Nachdem da mehr oder weniger die Modelle, die da ausgestellt sind, die meisten kennen ja euch selber. Das ist euer Besitz. Und dort oben habt ihr sogar so ein Superbike.
das packe ich überhaupt nicht, weil das ist ganz was Seltenes. Da kommen wir später, da kommen wir jetzt oder relativ dann gleich hin. Aber will diese Modelle, die da jetzt stehen, sind das eher nur diese Evo-Modelle oder siehe da schon ein Twin-Cam? Du siehst da tatsächlich auch dann schon ganz zum Schluss, zum 100-jährigen Jubiläum, ja, ein Twin-Cam, auch ein ganz besonderer, da kommen wir ja gleich hin. Also ich kann dir ja mal eben noch zwei besondere Modelle zeigen, für die beiden riesigsten Events bei Harley, ja, und langjährigsten, in die Daytona Bike, ja, Week und Sturgis. Ja. Da haben wir zwei, ja, Sondermodelle, ja, und dann kommen wir zum Schluss in dieser Etage dann zu einem ersten Twin-Cam, zum 100-jährigen Jubiläumsmodell. Jawohl, Matthias. Das ist auch noch. Ja, das ist ganz witzig. Das ist eine Evo, und zwar aus dem letzten Jahr. Bist du drauf? Ja. Das ist eine Evo aus dem letzten Jahr, 1999er Baujahr. Die hat der Kunde natürlich nach seinen Bedürfnissen ein bisschen umgebaut, ja, hier. Und 1999, wie gesagt, war die Softail letztmalig, das ist hier eine Heritage, letztmalig, ja, mit dem Evo ausgestattet, auch noch mit Vergaser, ja, zu der Zeit. Und ab dem Modelljahr 2000, neues, ja, Millennium, gab es dann im Softwarebereich den neuen Motor, den Twin-Cam-Motor. Ja. Ja. Okay. Und deswegen haben wir hier eine, nicht die erste, aber eine klassische Software mit Evo-Motor. Ja. Und hier haben wir so die letzte Software mit dem Evo-Motor. Perfekt. Und hier haben wir ein besonderes Modell. Du hast ja Sturgis und Daytona, könnte ja von der geografischen, ja, Lage und auch von, ja, der Art, wie das Event aufgezogen, ja, ist, nicht unterschiedlicher sein. Ja. Und da haben wir ja auch die Black Hills in der Nähe von Sturgis. Und deswegen haben wir hier zum 30-jährigen Jubiläum von Sturgis, der 1991er Dyna Sturgis, komplett, ja, in Schwarz gehalten. Ja. Die gehört in dem Fall nicht uns, sondern einem Bekannten, einem, okay, Freund des Hauses. Ja. Motorradredakteur. Ja. Und der hat sich trotzdem hergestellt? Natürlich. Wir haben sie ihm verkauft, ja, und er hat gesagt, na, wenn ihr diese Ausstellung habt, dann stelle ich sie euch auch zur Verfügung. Aber das heißt, die ist richtig alt? Die ist 1991er Baujahr, genau. Also die ist richtig alt und da ist quasi schon, ja, eine Lowrider. Das siehst du ja daran, dass die den Drehzahlmesser und Tacho auf dem Tank hat, ja, ja, und ist halt komplett in Schwarz gehalten, ja, passend zu dem Event in Sturgis auch. Und ja, der klassische oder das komplette Gegenteil dazu ist das Sondermodell, die Dyna Daytona. Ja. Die sehen wir direkt daneben, da ist alles chrom und bunt, so wie Daytona halt auch viel bunter ist. Ja. Also die beiden sind auch insofern relativ selten und im Originalzustand haben wir gedacht, die müssen auf jeden Fall auch in diese Ausstellung mit rein. Ja, du, und was ich jetzt glaube, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber solche Einzelstücke mit dieser historischen Verbindung, das ist jetzt zwar, wie soll ich sagen, jetzt nicht ein uralter Motor, sondern eigentlich ein moderner Motor, aber das wird trotzdem einen gewissen Wert haben, oder? Ja, natürlich. Also das sind tatsächlich Sammlerstücke. Da gab es nicht viele von, vor allen Dingen im Originalzustand hast du da heute so gut wie keine mehr. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir die unser Eigentum nennen können. Die Sturgis jetzt nicht, die gehört nicht uns. Aber wir haben noch so eine bei uns stehen, da sind nur ein paar Chromteile dran. Da gibt es auch eine Geschichte zu, warum da Chromteile dran sind und hier nicht. Ja. Aber die erzähle ich jetzt nicht. Ja. Und wie gesagt, hier das klassische Gegenbeispiel haben wir die Dyna Daytona Sonderedition. Ne? Und da ist alles in Creme, in Gold gehalten, mit Chrom dran. Ne? Also eigentlich gleiches Motorrad, aber von der Optik komplett unterschiedlich. Eine ist 1991, die andere 1992. Super. Super, Matthias. Du, Matthias, und sehen wir es dann schon bald, die Sportmotorräder, oder kommt noch was? Ja, wir gehen gleich die Treppe hoch, aber so zwei Sachen möchte ich euch nicht vorenthalten. Also hier haben wir zum Beispiel auch so ein Fahrzeug. Das ist ein Screamin' Eagle Modell. Also du kennst CVO, ja, Screamin' Eagle Sondermodelle. Das ist interessanterweise, ist das aber ein FXR-Rahmen, also ein ganz alter Rahmen. Hat auch noch einen Evolution-Motor drin. Ist aber gebaut worden, als es schon Twin-Cam gab. Also Screamin' Eagle, alter Rahmen, Sondermodell, alter Motor, aber Baujahr neu. Also das ist ein 2000er Modell und das ist ein Screamin' Eagle Dyna. Und die gab es auch eben in den entsprechenden Lackierungen, die ja heute auch berühmt sind. Gab es auch nur ein Jahr in der Farbe. Und die passt natürlich schön in diese Ahnengalerie mit rein, weil sie ist der Zwitter oder so ein Wendepunkt, wo neu und alt wieder vereint wurde. Wie zum Beispiel drüben bei der Late Shovel, wo wir beide angefangen haben. Ne? Die hast ein Fahrzeug, was eigentlich aus dem Twin-Cam-Zeitalter, aus dem neuen Millennium ist, aber noch den alten Motor hat.
Ja, und warum? Böse Zungen sagen jetzt, sie hatten halt noch ein paar Motoren über und ein paar Teile und so. Würden jetzt die sagen, die nicht positiv denken. Ja. Aber ist auch heute ein sehr gesuchtes Fahrzeug. Gerade FXR, das ist ja dieser ganze Retro-Look, das ganze Thema auch Club-Style, West Coast-Style, die ja alle mit den alten Rahmen gefahren sind und fahren. Da passt das natürlich gut. Die haben natürlich alles in schwarz, die Leute, die heute sowas fahren. Das ist eher was für die Sammlung. Ja, du, aber weil du sagst Screaming Eagle, aber diese CVO-Sondermodelle, die sind ja erst später gekommen, ich glaube 2002 oder so irgendwas. Genau, das war eigentlich die erste, die aber so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Die kam gar nicht nach Europa. Die wurde nur in den USA angeboten. Ne? Und ich habe aber den ganz normalen Evolution-Motor drinnen mit den 1340 Kubik, also nicht so wie es heute ist, dass das mehr ist oder irgendwas, sondern... Also der war nicht getuned, der Motor. Da ging es mehr um die Ausstattungsvarianten, um die teuren Zubehörteile, die dran waren, aber nicht ums Motortuning bei dem Fahrzeug. Okay. Ja. Später dann schon, da hast du recht. Ja. 2002 ging es dann ja schon los. Da hat man den 1450er Twin Cam Motor auf 1550 erhöht. Ja. Für diese CVO-Modelle. Ja, das ist ja die Zeit da, wo wir beide uns dann perfekt auskennen. Ne? Ja. Genau. Okay. Ja, und das ist 100 Jahre. Das ist jetzt nicht das erste Baujahr vom Twin Cam Motor, aber hier haben wir tatsächlich auch mehrere Sachen, die einmalig sind. Also wir haben ein 100-Jahres-Modell. Das war ja diese Lackierung in silber-schwarz. Lass uns mal näher rangehen mit dem tollen Logo. Ja. Also hier haben wir ja dieses Tank-Logo. Das gab es in silber-schwarz mit Gold, mit dem goldenen Harley-Schriftzug. Ja. Nur bei dieser Farbe silber-schwarz. Dann gab es die noch in ganz schwarz. Da war das Logo dann nur silber. Und dann gab es noch eine Abstufung, dann gab es noch aufgeklebte Logos an bestimmten Modellen. Das waren dann in Rot, in Blau und in Weiß. Aber die Farbe, die im Jahr 2003 extrem abging, im Elektragleitbereich und im Softail-Bereich, bei der Fatboy, bei der Heritage und bei der Heritage Springer, war halt dieses Silber-Schwarz. Und hier bei der Heritage Springer ist es so, das war das letzte Jahr, wo die Heritage Springer gebaut wurde. Die ist 1996 auf den Markt gekommen. Vorher gab es die Springergabel halt beim Evo nur mit dem 21 Zoll Vorderrad. Und hier wurde sie dann 96 mit Packtaschen und mit dem 16 Zoll Vorderrad gemacht. Die ist bis 2003 gebaut worden. In USA konnte man sie wahlweise mit Einspritzer oder Vergaser bekommen. Ja. Das war auch bei anderen 100-Jahres-Modellen so, dass die Softails erstmalig mit einem Einspritzer wahlweise zu bekommen waren. Nur bei der Springer hat man es nicht gemacht. Also die Heritage Springer mit der klassischen Gabel gab es auch im Jubiläumsjahr in Europa nur mit dem Vergaser. Ich verstehe. Und das heißt, letztes Jahr Springer, letztes Jahr Vergaser und Jubiläumsmodell. Deswegen muss sie natürlich in die Ausstellung rein. Ja, du, es ist fantastisch. Und wie gesagt, an 100 Jahre Harley kann ich mich selber noch wirklich gut erinnern. Da hat es natürlich etliche edle Modelle gegeben. Ich glaube auch so ein V-Rot natürlich auch in Silber. Kommen wir eh noch dazu. Und da haben wir jetzt aber auf alle Fälle schon den Twin Cam Motor. Das ist der Twin Cam 88 mit 1450 Kubik und das B für Balance stand für diese bei den Oldschool-Leuten verschmähte Ausgleichswelle. Also Harley-Davidson ist ja immer sehr kundenorientiert gewesen. Ja. Also Harley-Davidson hat gesagt, okay, jetzt hatten wir den Evo. Ja. Und jetzt haben wir das Jahr 2000. Wir haben ja seit letztem Jahr den Twin-Cam-Motor schon in den Tourern und in der Dyna drin. Ja. Da ist ja Gummi gelagert auf Silentblöcken. Ja. Ist also kein Problem. Im Stand vibriert er schön und während der Fahrt ist der Motor ruhig. Ja. Was machen wir denn bloß, wenn wir den starr verschraubt in den Softail-Rahmen einbauen? Ja. Der hat ja viel zu viel Vibration für unsere Kunden. Ja. Das hat Harley gedacht. Ja. Und deswegen haben sie die Ausgleichswelle reingebaut. Ja. Deswegen hat er ja auch tatsächlich 5 PS weniger als in der Touring-Baureihe und in der Dyna-Baureihe. Ne? Durch diese Ausgleichswelle, die hat ein bisschen Leistung geschluckt. Ja. Und die Kunden haben aber gesagt, ja, jetzt sagt mal, die vibriert ja gar nicht mehr. Ich meine, die vibriert nach unserem Standort, wenn wir heute fahren, vibriert die immer noch, trotz der einen Ausgleichswelle. Aber damals war das wirklich so auch zwei zwiegespalten, dass Leute gesagt haben, ja, da braucht ihr doch keine Ausgleichswelle reinbauen. Und die anderen gesagt haben, Mensch, ja, jetzt können wir auch endlich mal eine Harley kaufen, die vibriert nicht mehr so stark. Also das hat so die Gemüter erhitzt, dieses Thema um die Jahrtausendwende. Ne? Das war tatsächlich so. Ja. Und zum 100-Jährigen ist dann die Springer erstmal eingestellt worden. Dann gab es auch einen riesen Entrüstungssturm. Und dann kamen die Springer im Jahr 2006 als Springer Classic wieder zurück. Ja. War dann wie die Heritage, nur dass sie keine drei Scheinwerfer hatte. Ja. Und sie hatte
auch, na doch, Taschen hatte sie dran. Sie hatte einfach nur einen Scheinwerfer vorne, ja, anstatt der drei und ja, hieß dann Springer Classic. Ja, ja, und die Springer Classic, meiner Meinung nach, ich kann mich erinnern daran, die war ein bisschen weniger elegant, sondern so ein bisschen auf Bad Boy ist die gewesen. Die war eigentlich ein sehr lässiges Motorrad. Die hatte ein bisschen weniger Chrom dran, ja. Ja, ja, das ja, war schon. Ja. Die Bad Boy ist ja so ein Fahrzeug, das hätten wir ja, auch gern hier ja, gehabt. Das, ja. Die Bad Boy gab es ja auch, das war ja, zwei Jahre ja, lang ja, gebaut, ja, mit einer schwarzen Springergabel, ja, deswegen Bad ja, Boy. Ja. Und der Rudi, den kennst du ja auch gut. Ja. Der Rudi hat so eine. Okay. Ja, die hat er auch von mir. Super. Aber die wollte er uns nicht zur Verfügung stellen. Na, der fährt er ja. Er sagt, die fahre ich dieses Jahr. Ja. Die können wir noch nicht mal ein Fahrmotorrad wegnehmen. Sonst hätten wir die ja auch noch mit ihm gestellt. Ja. Ja. Matthias, und jetzt aber, jetzt kommen wir auf unsere Rennmaschine, oder? Ja, jetzt kommen wir zur Rennmaschine. Jawohl. Ja. Matthias, jetzt gehen wir zur Rennabteilung. Na klar. Da freue ich mich wahnsinnig, weil das Superbike habe ich ja echt, ich habe es noch nie gesehen. Na, was sind das, Orges? Also das ist diese Harley Davidson Amaki, oder? Das ist, genau, das ist eine Amaki im ja, Originalzustand von 1972. Das ist eine 65 Kubik Scrambler mit dem hochgezogenen Auspuff. Und bei der Maschine habe ich auch was Besonderes. Ein guter Freund von mir zu meinem 40. Geburtstag sagte, du, ich bringe dir eine Harley mit, die schenke ich dir zu der Feier. Und da habe ich gesagt, ja, mit was für einem Auto kommst du denn dann? Er so, ja, mit meinem VW Charan. Hab ich, ja, da passt die rein. Da habe ich gesagt, da bin ich immer gespannt, ob das eine 1:18 oder 1:10 Harley ist. Und dann hat er diese Leggero ausgepackt. Der wusste aber ja gar nicht, was es ist, der Björn. Ja. Die hat er, das war ein Scheunenfund, keine Papiere, nichts. Ja. Und die haben wir dann bei uns in der Factory im Café, haben wir die abgehängt von der Decke. Ja, ja, die ja, hing im ja, Café. Und irgendwann hat dann ein Kollege von dir gesagt, oh, wir machen hier so eine Sonderausstellung mit bis 80 Kubik maximal. Ja. Ja. Und ihr habt da sowas ganz Seltenes bei euch, haben wir gesagt, haben wir nicht. Und er so, doch, die hängt an der Decke. Und dann haben wir, das ist eine Leggero, die ist, ja, also das ist Wahnsinn. Also die brauche ich unbedingt. Da haben wir gesagt, ja gut, bis dahin wusste ich gar nicht, dass das überhaupt so ein seltenes Fahrzeug war. Aber es ist ein kleines Schmuckstück. Und wann hat es diese Kooperation mit also Amaki, ich glaube, Harley Davidson hat Amaki gekauft, ja, oder? Ja, genau. Die haben 1969 ja, okay, haben sie das gekauft. Das ist ja, das hat ja Harley nochmal gemacht, um es nicht zu weit zu führen. Das war dann ja die Nachfolgefirma, die hat ja auch einen ganz interessanten Namen, MV Agusta. Die hat Harley Davidson auch nochmal gekauft und hat es dann wieder zurückverkauft. Das war mit Amaki damals ja, genauso, ja. Das war nicht sehr besonders ja, erfolgreich. Man hat allerdings schon ja sich dann im europäischen Markt mit den kleinen Motorrädern einen zusätzlichen Markt auch erschlossen dadurch. Ja. Ne? Also auch, ja, auch im Rennsport sind Fahrzeuge ja, gefahren unter diesem Doppelnamen Amaki und also, das ist so, das ist eine mächtige Rennmaschine. Ja, schau, da haben wir eine schöne Überleitung. Ja, Rennsport, das ist ja auch so ein Thema, was man bei Harley-Davidson, mit Harley-Davidson in Europa gar nicht verbindet. Ja, sagt man, ja, Harley ist schwer und laut, aber kein Rennsport. Was? Du, Matthias, ich gebe dir ganz kurz das Mikrofon, weil ich muss das weggeben, damit der Björn filmen kann. Ja, klar. Kannst du uns was sagen zu der Amaki? Ja, die gehört vom einem Freund vom Thomas. Der hat, das ist eine Aladoro. Und die hat der Freund vom Thomas sich aufgebaut. Die ist aus 1966. Die hat den 350er Motor, also den größten Motor, den der Maki mit Harley Davidson zusammen hatte. Und der ist da tatsächlich historische Rennen mitgefahren mit dem Fahrzeug. Und ja, die ist natürlich, wenn du dir jetzt die Leggero da anguckst und die, das war so eine der größten Amaki Harleys. Und da ist man hier in Europa viel Rundstrecke mitgefahren. Ich gebe dir mal dein Mikro zurück. Ja, aber Matthias, kalt das noch ganz kurz. Ich darf mich da ganz kurz drauf sitzen. Natürlich. Ja, schon. Klar. Ja, da bin ich gespannt, wie das aussieht. Ist es eh stabil? Boah, ja, das ist schon stabil. Boah. Ja, das ist, die Leute waren ja damals auch nicht wirklich groß, ne? Ja. Ja. Na gut, das ist ernst. Das ist ernst. Ja, aber die fährt auch 160, 180 kannst du mit dem Fahrzeug auch fahren, ja? Musst du dir mal vorstellen. Ja. Ich gebe es dir wieder. Jetzt nimm es doch kurz. Ich hab da was gesehen. Ist es auf der Seite auch? Nein, da drüben habe ich in diesem Tank drinnen habe ich so eine Ausnehmung. Das schaut aus wie der Luftfilter. Ja, weil lass uns mal schauen.
Ja, genau. Das ist eine Ansaugung und auch Abluft. Das hat mit Hitze zu tun, ne? Und das ist halt bei den luftgekühlten Motoren, gerade wenn du den Einzylinder hast, ein zusätzliches Merkmal, um den Motor bei großen Geschwindigkeiten und in Rundstreckenrennen nicht zu überhitzen. Das ist schon richtig, okay. Ja. Das ist gewaltig. Und das da bin ich jetzt aber wirklich froh, dass ich es sehe. Ja. Bin ich wirklich froh, weil ich weiß, das ist in der amerikanischen Superbike-Serie. Es war nicht siegfähig, aber es war konkurrenzfähig in dieser Armer Superbike. Und da sind ja ganz mächtige Typen damit gefahren. Ich glaube, der Doug Bohlen oder so. Also wirklich, ja, hat ganz groß aufgezeigt. Und das war, glaube ich, wann war das? In den Ende der 90er. Na, das war, also 94 ging das, okay, los und ja, also Mitte der 90er bis 96, 97, sie haben ja sogar mal fast ein Rennen gewonnen. Ja. Das wurde aber wegen einer roten Flagge dann eine Runde zurückversetzt. Somit war er dann nicht mehr Erster, weil es einen Sturz gab, ne, ja, in der letzten Runde. Und dann hat das Reglement gesagt, die Runde davor zählt und hat er nicht gewonnen. Aber es waren mehrere Pole Positions tatsächlich mit der VR1000, aber letztendlich war sie gegen die Konkurrenz damals, ja, nicht richtig erfolgreich. Die waren leichter, die hatten noch ein bisschen mehr PS, ja, und so, aber der Motor generell war ja eine Neuentwicklung. Ja. Das war echt der Harley-Motor. Ja, den haben sie entwickelt. Da war sogar ein gewisser Eric Buell mit dabei bei der Entwicklung. Und ja, das war kein 45 Grad V2, ja, sondern außerdem war er Flüssigkeit, also wassergekühlt, ja, 60 Grad Zylinderwinkel, ja, und er war gut, aber er war nicht so gut, dass Harley-Davidson bei Rundstreckenrennen richtig erfolgreich damit, ja, war. Da gab es ja eine andere Ära, die steht hier auch noch mit drin, ja, wo sie viel erfolgreicher waren, und hier ist es tatsächlich so, dass aber die VR1000 den Grundstein gelegt hat für eine in Europa sehr erfolgreiche Modellreihe, sowohl im Sport, aber mehr noch bei der Erschaffung eines neuen Segments, dem Power Cruiser. Yeah, und das, yeah, war die V-Rod. Die, yeah, V-Rod, yeah, ist ja letztendlich VRSCA, ist, yeah, auf dem VR1000 Motor basierend. Yeah. Da kommen wir ja später noch, yeah, zu. Und die VR1000 selber ist in Europa halt sehr, sehr selten. Man hat damals zum Ende dieser Serie das auch sogar Händlern angeboten. Yeah. Es gab 2, 3 in Deutschland, die sich eine gekauft hatten. Ich kenne noch einen Kollegen, der hat noch, yeah, eine. Diese, yeah, gehört ihm nicht. Yeah. Und das Fahrzeug hier hat 0 Kilometer. Die ist noch nicht wirklich gelaufen. 0 Kilometer. Du, und generell glaube ich, das ist ein 60 Grad V2 mit 1000 Kubik, 135, genau, PS, genau, und beim Gewicht werden wir sein irgendwie 170, 180, ja, Kilo, oder? Also unter 200 Kilo, das ist ja auch immer so die Frage, Trockengewicht, Leergewicht, also ja, auf jeden Fall, ja, war das Ziel, unter 200, ja, Kilo zu liegen, das haben, ja, sie damals realisiert, ja. Ja, du, wirklich eine großartige Maschine. Ich bin echt froh, dass ich das jetzt einmal live sehen kann. Wir gehen dann eher rüber zu den V-Rods, dass wir sehen, dass der Motor nicht umsonst entwickelt worden ist und dass der dann weiterverwendet worden ist. Und jetzt stehen dort aber noch diese Rennharleys, also zumindest eine, so diese Dirt-Track-Maschine, das ist mir natürlich ein Begriff, weil da haben sie wahnsinnig viel gewonnen. Und das andere, die Amaki Harley-Davidson, ist aber eigentlich ja, auch sehr interessant. Das ist ein Modell aus Kalifornien gebaut, und zwar für die Baja California. Damit sind sie quasi Offroad-Rennen gefahren mit diesem Fahrzeug. Das ist eine Sprint als Scrambler. Scrambler wegen dem hochgelegten Auspuff, grobstollige Reifen, ja, mehr Federweg. Und das ist ein Fahrzeug, was speziell dort gebaut wurde, in Kalifornien, für die Baja California. Also auch relativ selten. Das war ganz witzig hier, als wir gesagt haben, wir machen diese Ausstellung. Yeah. Hat ein Nachbar hier vom Museum gesagt, ihr macht doch da so eine Ausstellung, ich habe da auch noch was für euch. Und dann stellte er dieses Fahrzeug hier hin, haben wir gesagt, das ist eine super Sache, die fehlt uns natürlich noch. Und yeah, ist auch ein wirklich seltenes Fahrzeug, was nie nach Europa gekommen ist, das wurde speziell da in Kalifornien für die Baja California gebaut. Ja. Du, aber was heißt, das ist ein Amaki-Motor, nehme ich an? Ja, das ist auch ein Amaki-Motor, so ähnlich wie wir ihn vorne schon in der Rennmaschine gesehen haben, halt für einen anderen Einsatzzweck. Und da sind die halt dieses berühmte Baja California Rennen gefahren, wo es durch Sand- und wüstenähnliche Geschichten, ja, auch auf Rot geht. Aber nur damit ich das jetzt richtig verstehe, da hat sich dann bei Harley irgendjemand hingesetzt, hat den Amaki-Motor genommen und hat gesagt, na, aufgrund dieses Motors bauen wir jetzt da für diese Baja California, bauen wir so eine Maschine zusammen. Es gab die Sprint, gab es sogar als Serienfahrzeug, und diese Amaki Harley-Davidson Sprint hat man genommen und hat sie halt hochbeiniger gemacht, hat die umgebaut für die Baja California.
Genau. Super. Also war schon ein Serienfahrzeug, was dann für diesen Rennzweck umgebaut wurde. Das ist großartig, wirklich großartig. Und da drüben sind wir jetzt, das ist dann da eigentlich ein Werksrenner, oder? Da haben wir jetzt so ein bisschen Respektsabstand gerade, weil hier haben wir jetzt das Kapitel, was bei der AMA in USA die meisten Siege, Saisonsiege, Meisterschaften jemals gewonnen hat. Das ist die XR 750. Und hier das ganz selten. Das ist eine 1970er. Das Fahrzeug wurde ja 1972, anstatt Gussköpfe gab es Leichtmetallköpfe und so weiter, wurde es stark modifiziert und hat dann von 1972 an fast alle Meisterschaften gewonnen. Yeah. Also das heißt, die Fahrzeuge auch japanischer Herkunft, die dort auch vorher erfolgreich waren, hatten keine Chance gegen die XR 57. Yeah. Und das Modell ist halt noch in Blau lackiert, 1972. Die man auch kennt, auch Fotos, die sind alle in dem Harley Orange. Yeah. Und dieses seltene Fahrzeug aus dem ersten Baujahr 1970 ist deswegen natürlich besonders wertvoll und fahrbereit. Wahnsinn. Ja. Du, also wie gesagt, also das mit diese Flat-Track-Rennen und dass sie dort so extrem erfolgreich sind, das habe ich auch relativ spät erst mitgekriegt. Das habe ich also in den 90er Jahren habe ich keine Ahnung gehabt davon. Das ist irgendwann, ist du wahrscheinlich eh war. Ja, aber da steht er. Scott Parker. King of the Mile. Also Scott Parker, als ich bei Harley angefangen am Ende der 90er meine ersten Berührungspunkte hatte, da war Scott Parker auch so ein Name. Da habe ich mal gesagt, wer ist Scott Parker? Habe das gegoogelt und habe dann gesehen, was der da mit dieser XR 57 veranstaltet hat. Na, deswegen haben wir hier auch eins unserer großen Plakate dem Scott Parker auch gewidmet. Ja, ist echt fantastisch. Und was ich jetzt aber auch ganz großartig finde, weil es hat uns vorher der Thomas ja erklärt, bei diesen Sportster-Motoren ist das Getriebe und der Motor nicht getrennt, sondern es ist quasi in dieser Blockbauweise. Und was dort bei dieser Maschine jetzt wirklich arg ist, dass diese Zylinder, die sind so irrsinnig prall, da ist ja kein Platz dazwischen. Ja. Das schaut ganz mächtig aus. Das ist halt der XR 1000 Motor mit den 1000 Kubik und den zwei Vergasern mit den einzelnen Luftfiltern. Die siehst du gut auf der anderen Seite. Das war so dieses XR-Thema. XR 750 hier und man musste ja auch Serienfahrzeuge bringen oder man hat Ableitungen gemacht. 1983 gab es dann die XR 1000 und dieses stilbildende Element mit den zwei einzelnen Luftfiltern und zwei einzelnen Delorto-Vergasern hat man bei der XR 1000 übernommen. Die hatte dann auch im Serientrim, da haben wir drüben stehen, hatte die auch schon deutlich über 60 PS und nur einen 8-Liter-Tank, also da kam es nicht so wirklich weit mit. Yeah. Und die XR 57 war halt, ich bin kein Techniker, aber anscheinend hat die Motocharakteristik für dieses Dirt-Track-Rennen und wie man dort das Fahrzeug handeln muss und wie der Motor funktionieren muss, war das einfach häufig versucht zu imitieren oder auch so hinzukriegen, gerade vor den Japanern, aber sie haben es nie geschafft. Ja. Dieser XR-Motor ist echt ein Wahnsinn. Absolut großartig. Du, und hinten sehe ich jetzt noch Buell Frankfurt.de. Buell ist natürlich auch, wie soll ich sagen, ein starkes Kapitel in der Geschichte von Harley-Davidson. Jetzt vielleicht nicht das erfolgreichste Kapitel, das kann man nicht sagen, aber es war trotzdem irgendwie, wie soll ich sagen, was Charismatisches, was Herausragendes mit innovativen technischen Lösungen. Ganz in die Gänge ist nicht gekommen und jetzt dann irgendwann hat man es ja einschlafen lassen, aber diese Rennmaschine tut mit diesen wahnsinnigen REM eher Ansaugschnorchel. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Was ist das? Ja, du hast ja, das ist ja der XB-Rahmen, der Buell XB-Rahmen. Gehen wir mal hin. Genau. Wir hatten ja früher, die kennst du auch noch, wir hatten ja die Rohrrahmen-Buells, haben wir ja auch ein paar dabei. Und dann wurde die XB-Baureihe eingeführt mit dem neuen Alubrückenrahmen. Und diese Luftansaugung brauchst du, weil hier sitzt tatsächlich der leistungsstärkste Sportster-Motor, nennen wir es mal, drin, weil er hat hier in dieser Buell XBRR 2006 entwickelt, nur für die Rennstrecke, also er hat gar keine Zulassung, er hat nur einen Renntitel. Die hatte 1340 Kubik und hat tatsächlich aus dem Zwei-Ventil-Stoßstangenmotor der Sportster-Generation
160 PS rausgeholt. Also du hast hier einen luftgekühlten Stoßstangenmotor, 45 Grad V, was also so schon immer für die Thermik ein bisschen schwierig ist, hinterer Zylinder, haben wir halt 160 PS rausgekriegt. Also ich bin selbst mit dem Fahrzeug in Oschersleben, das war ja unsere Buell-Hausstrecke, immer bin ich mit der Maschine gefahren und das ist immer geil, du bist dann auf die Stadt-Ziel gefahren und jeder wusste, die Buells haben super Schräglage, haben tolles Kurvenhandling, aber spätestens auf der Stadt-Ziel kriegen wir sie wieder, weil die haben keine Leistung. Ja. Und dann bin ich neben einer Kawasaki ZX9R auf die Zielgerade eingebogen. Ja. Die hat 130 PS oder irgendwas gehabt zu der Zeit. Und die, wie gesagt, 160. Ja. Ja. Und relativ leisen Auspuff nur dran. Ja. Und damit hat sie aber am besten funktioniert. Ja. Und dann bin ich auf der Startziel an dem vorbeigefahren. Und der hat auf seinen Tacho geguckt, hat auf Buell geguckt. Ja. Ja. Wir sind dann in die Box gefahren, zwei Runden später. Und er kam an und sagt so, du warst das doch mit der Buell eben. Ja. Ich so, ja. Er so, du bist an mir vorbeigefahren. Ja. Was ist denn da für ein Motor drin? Er hat gesagt, du, das ist eine ganz normale XB9R. Ja, ja, ja. Und er ist ja weggegangen, Kopfschütteln und kam wieder und sagt, du hast mich verarscht, das ist hier dieser 1340er Motor. Und wie viel PS hat die 160? Ich dachte, ich stehe. Das war ein geiles Erlebnis, weil mit dem Buell-Motor warst, mit dem Luftgekühlten warst du nie schnell auf der Gerade, sondern immer nur schnell in den Kurven. Ne? Und da habe ich so mein persönliches Highlight, dass ich da mal so einen Japaner mit dem luftgekühlten Fahrzeug abgezogen habe. Das ist ganz großartig. Das mit die 160 PS habe ich nicht gewusst. Ich schaue da nur auf diesen Drehzahlmesser auf, der ist natürlich bei so einem Rennmotorradl ganz wichtig und sieht, der rote Bereich beginnt bei 7000 und das ist ja das Entscheidende, dass das diese 160 PS bis 7000 erreicht. Das heißt, das Band ist jetzt nicht wahnsinnig breit, aber es muss ein unglaublich starker Leistungseinsatz sein. Drehzahlband ist tatsächlich so, dass du, also ab 3000 Umdrehungen stottert sie nicht mehr und ab 4000 Umdrehungen hat sie die Leistung, die volle und bei 7 hört es auf. Und wir haben es einmal so gemacht, wir haben Drehzahlbegrenzer eingestellt, meistens auf 6800 Umdrehungen, weil dann war der Motor auch wirklich bei unserem Hobby-Rennbetrieb standfest. Also wir hatten nie irgendein Problem mit dem Fahrzeug. Ne? Weil Drehzahl für den luftgekühlten Zwei-Ventil-Motor, wenn du über 7 gegangen bist, dann, also da hatten wir kein gutes Gefühl. Aber dieses Drehzahlband von, sagen wir mal, von 4.000 bis 6.800 hat ausgereicht, um wirklich Spaß zu haben damit. Ja. Du, Matthias, ganz großartig. Jetzt können wir durch die Brücke schlagen sogar. Ja. Rennsport noch. Und dann ist aber schon dieser Motor von der VR1000. Da haben wir jetzt da haben wir jetzt tatsächlich den Dragster, Harley Davidson Screaming Eagle Dragster, wo es sogar so eine Rennserie gegeben hat, da bin ich sogar mal mitgefahren, das sind so Beschleunigungsrennen gewesen, mit so einer, wie hat die Kassen, Slipper Clutch oder? Ja, genau. Und die Gänge nur mit Druckluft durchgeladen. Das war wirklich fantastisch. Und basierend tut das natürlich auf diesem V-Rod-Motor, der seinerseits aber auf der VR1000 basiert. Genau. Ja, das ist tatsächlich, nachdem die V-Rod 2002 ja eingeführt wurde, da haben wir noch ein Modell auch drüben stehen hat man im Jahr 2006 tatsächlich eine Screaming Eagle V-Rod rausgebracht, also CVO-Baureihe. Und in der gleichen Farbe hat man ab Werk out of the crate, also aus dem Karton heraus, ein Ready-to-Race Viertelmeilen-Beschleunigungsfahrzeug gemacht. Mit der Wheelie Bar hinten dran, ne, das ist ja typisch, dass man sich beim Beschleunigen nicht überschlägt. Hier hat man wirklich gesagt, die könnt ihr nehmen, ihr müsst einen Einfahrzyklus von 20 Minuten machen für den Motor, wenn er neu ist. Und danach könnt ihr Beschleunigungsrennen fahren. Und man hat dann in Europa gesagt, oder es gibt die Drag Race-Szene in Deutschland und Benelux, Skandinavien, haben wir gesagt, lasst uns doch einen eigenen V-Rod Destroyer Cup machen, weil das Fahrzeug heißt halt Destroyer. Und wenn man sie anmacht mit der 2-in-1 in nichts Auspuffanlage, das Teil hat einen geilen Sound. Und wir haben es wirklich gemacht. Wir haben an dem Cup teilgenommen im ersten Jahr, haben dann an einen Schweizer Händler, der auch aus dem Drag Racing kommt, mit einem passenden Fahrer, hat mit diesen 160 PS Fahrzeugen, ohne dass wir was dran modifiziert haben, also die Teilnehmer durften nichts machen, sondern sind einfach mit dem Fahrzeug Stock gefahren, hat er gewonnen. Und im zweiten Jahr, also zwei Jahre gab es auch nur den Cup, hat unser Fahrer, der Axel, der auch
Top Gas Dragster selber hatte und so, ist mit dem Destroyer gefahren und hat diesen Destroyer Cup auch gewonnen. Also für die Harley Factory Frankfurt in dem zweiten und letzten Jahr des Cups haben wir gewonnen. Und das Gute war, der Axel hat gesagt, nach der ersten Saison hat er gesagt, ich falle hier vom Glauben ab. Das ist ja ein Sport, der Unsummen an Geld benötigt, alleine um die Fahrzeuge nach den Rennen in Stand zu setzen. Jetzt bin ich hier eine Saison mit diesem Destroyer gefahren, mit diesem V-Rod-Motor. Und es ist nichts passiert. Das Fahrzeug fährt. Ich muss jetzt Ventilspiel kontrollieren. Ich muss irgendwas machen, sonst kann ich nicht schlafen. Und dann hat er im Winter halt gesagt, lass uns mal rangehen und gucken, ob irgendein Verschleiß da ist. Und er hat gesagt, eigentlich hätten wir gar nichts tauschen müssen. Ich fahre jetzt die zweite Saison eigentlich mit dem gleichen Fahrzeug weiter. Und war super. Also wir hatten viel Spaß daran. Das waren immer 6 Läufe. Du hast ja selber als Gastfahrer da auch teilgenommen. Und war eine tolle Erfahrung. Gerade mit dem Fahrzeug auch, was dafür prädestiniert war. In den USA war das ja, gab es ja die Dragster mit Screaming Eagle gebrandet und Vance & Hines und so, die einen Auspuff gemacht haben. Da gab es ja eine eigene Serie, wo die sehr erfolgreich waren. In Europa, wo der Sport ja nicht ganz so populär ist, haben wir aber die 2 Jahre wirklich Spaß gehabt. Und, und wir freuen uns natürlich, dass wir im zweiten Jahr auch den Meister gekürt haben. Du, gewinnen ist immer super. Aber Matthias, jetzt gehen wir noch rüber zu diesen normalen V-Rods. Das kann ich mir natürlich wahnsinnig gut erinnern, wie die kommen sein. Das war natürlich auch so, wie es immer ist bei Harley Davidson. Wenn irgendwas komplett Neues kommt, gibt es ja immer in der Gemeinde großen Rumor. Hast du vorher schon super erklärt bei diesen Evo-Motoren, Twin-Cam-Motoren. Und diese V-Rod war natürlich so revolutionär, das war ein ganz schwerer Aufstand in der Harley-Gemeinde. Ich muss sagen, ich war echt beeindruckt, wie ich das fahren habe dürfen, weil das natürlich unglaublich sportlich war. Das war so ein richtig, ich hab's genannt, Feuerstuhl, weil da hast du aufgesetzt und das hat wirklich eine arge Beschleunigung gehabt. Der Motor ist natürlich auch viel drehfreudiger gewesen wie die luftgekühlten Motoren und es war halt ein komplett neues Konzept und man hat nicht gewusst, ob das aufgeht, aber letztendlich hat es diese V-Rod-Baureihe doch sehr lang gegeben und ich glaube schon, dass das in die Gänge gekommen ist, gell? Ja, die gab es ja 15 Jahre, die V-Rod-Baureihe. 2002, also das war, sagen wir mal, Anfang 2002, wurde das Modell ja vorgestellt und das war also in der Gemeinde. Man hatte keinen 45 Grad Stoßstangenmotor mehr, sondern plötzlich jetzt diesen 60 Grad Motor aus der VR 1000, wassergekühlt und das war natürlich schwierig. Also war das erste Modell, ja, die haben wir ja hier stehen mit dem roten Harley Davidson Schriftzug auf dem Anodized Aluminium, so hieß die Farbe. Das ist also tatsächlich Aluminium nur mit einer Schutzschicht überzogen. Kein wirklicher Lack in dem Sinne. Hat man nur 2002 und 2003 gemacht, zum 100-Jährigen auch nochmal. Da war dann halt das 100-Jahre-Logo drauf. Ja. Und sie war sofort ausverkauft. Also alle die Leute von Harley, die sagen, nein, das ist zwar jetzt irgendwie ein neuer Abschnitt, aber die brauche ich und die brauche ich auch im ersten Jahr, um sie zu fahren, aber auch um sie hinterher in meiner Sammlung zu haben. Harley konnte, obwohl sie einen relativ stolzen Preis hatte damals, über 20.000 Euro, war sie sofort weg. Im ersten Jahr und auch im Jubiläumsjahr 2003 gab es sie dann in Schwarz-Silber und in dem Anodized Aluminium. Und die beiden Jahre war einfach für uns als Händler super. Und die Leute, die gefahren sind, dann kommen wir zu dem Thema. Die Leute, die gefahren sind, waren eigentlich begeistert. Sie hatten die Cruiser-Shopper-Sitzposition, Fußrasten vorne und durch den langen Radstand warst du mit diesem Motor an jeder Ampel eigentlich der schnellste. Also wie beim Destroyer zu sehen, wie aus dem Drag Racing abgeleitet. Und der Motor hatte halt nicht den typischen Harley-Charakter, vor allen Dingen auch nicht den Sound. Da gab es dann die sogenannten Screamin' Eagle Zubehöranlagen. Ja, das war dann Originalzubehör, natürlich nicht TÜV-konform. Und interessant ist, den Motor hat ja Porsche weiterentwickelt. Auf Basis dieses VR1000 Motors haben sie von Harley den Auftrag bekommen in Weissach, macht uns da bitte was Straßentaugliches und Zulassungsfähiges. Matthias, es ist super, dass du das anschneidest, weil das wollte ich nämlich wirklich fragen, weil es hat immer geheißen, schon am Anfang, erste Presseaussendung, Motor wurde von Porsche entwickelt und ich habe immer gedacht, nein, das glaube ich nicht, aber das ist die Wahrheit. Ja, der wurde ja nicht von Porsche entwickelt vom Grundkonzept, sondern man hat diesen VR1000 Motor einfach weiterentwickelt, aber jetzt kommt's, das war für Porsche völlig ungewohnt, nicht Form follows
Function, sondern Function follows Form. Man hat also eine witzige Geschichte von Willie G. Davidson, der ja Chef of Design war. Ja. Und Porsche hat gesagt, ah ja, das ist super, 160 PS ist überhaupt kein Problem für das Fahrzeug. Aber diesen Kühler, den ihr da designt habt, den Wasserkühler, den müssen wir ein bisschen voluminöser machen. Weil sonst haben wir maximal 120 PS. Und dann hat Willie G. Davidson gesagt, Leute, der Kühler ist so, wie er ist und der bleibt so. Das soll keiner sehen, dass das ein Wasserkühler ist. Der wird nicht größer, der wird nicht anders. Ist mir doch egal, ob die 160 oder 120 PS hat. Ich verstehe. Und die Porsche-Leute konnten es natürlich nicht verstehen. Aber man, bei der Sitzposition, bei dem Fahrwerk, bei dem Einsatzzweck des Fahrzeugs brauchst du auch keine 160 PS. Also der V-Rod-Motor an sich ist ja nie so beansprucht worden, wie man dachte. Das heißt, du musst zwar bei 24.000 Kilometer Ventilspiel kontrollieren, aber da der nie unter Volllast gefahren wurde, allein aufgrund der Konstruktion des Fahrzeugs, ist das einer der wartungsärmsten und störungsfreisten Motoren, die wir eigentlich im neuen Jahrtausend gehabt haben. Also wir haben noch Motorschäden, hast du beim V-Rod-Motor eigentlich so gut wie gar nicht. Okay. Selbst bei der Street-Rod, die haben wir jetzt leider nicht hier, aber die kennst du ja auch mit der leicht zurückverlegten Fußraste, selbst mit der, die ist ja sogar mal, die Street-Rod ist ja tatsächlich mal beim 24-Stunden-Rennen in Oschersleben mitgefahren, mit einem fast serienmäßigen Motor in so einem von Wacker modifizierten Rahmen und ist durchgekommen. Die ist also 24 Stunden gefahren. Ja? Also das zum Thema V-Rod-Motor. Und wir haben dann hier natürlich, was ich vorhin schon gesagt hatte, eine Screamin' Eagle V-Rod. Ja. Die ist ja so lackiert wie der Destroyer. Die ist im gleichen Jahr gekommen. Ja. Und wir haben dann nach 10 Jahren nochmal ein Jubiläumsmodell gehabt. Die sieht also so ein bisschen so aus wie die erste von 2002, ist allerdings nicht in dem anodized Aluminium, sondern hier ist halt das in Silber lackiert. Ja. Und das meistverkaufte V-Rod-Modell in Europa zumindest, das haben wir hier zum Schluss stehen, nämlich auch aus dem letzten Modelljahr, das ist die sogenannte Nightrod Special. Du kennst vielleicht noch die Nightrod aus 2006. Das war ja eine V-Rod in Schwarz gehalten mit mittigen Fußrasten, aber der niedrigen Sitzhöhe. Mhm. Und die hat sich nicht so richtig gut verkauft, weil das war ein bisschen unbequem. Und in 2007 hat man zwei Sachen gemacht. Yeah. Man hat die V-Rod schwarz gemacht und auch den Rahmen schwarz. Yeah. Und man hat den 240er Hinterreifen eingebaut. Yeah. Und das war natürlich für eine bestimmte Kundengruppe, die auf breite Reifen, auf diesen geduckte Form und Linie stand, war das Fahrzeug. Also die Nightrod Special haben wir von 2007, da hatte sie noch kein ABS und noch den kleinen Motor mit 1131 Kubik. Ab 2008 gab es dann den großen Motor und auch einen größeren Tank. Und da haben wir jedes Jahr in Deutschland mindestens 500 Stück zugelassen. Und zwar fast unverändert gebaut von 2007 bis 2017. Okay. Und die Nightrod Special war, also auch heute noch haben wir Leute, die unbedingt eine Nightrod Special wollen. Wenn man sagt, ja, die wird ja nun schon leider seit 6 Jahren nicht mehr gebaut, dann sagen die, ja, ist egal, irgendwo eine gebrauchte. Und die Preise, gerade für das Modell, sind zurzeit über Neupreis. Weil es so ein Fahrzeug in der Art halt momentan weder bei Harley noch woanders gibt. Ja. Matthias, dann war es offensichtlich so, dass es zwar gekommen ist, dass einen großen Rumor in der Szene gegeben hat, dass es aber trotzdem letztendlich sich sehr, sehr gut verkauft hat. Eingeschlafen ist es, glaube ich, weil es die Euro 4 oder Euro 4 Hürde nicht mehr gepackt hat. Aber fehlt sowas? Nein, jetzt habt ihr eh. Ja, ich sag mal so. Also das war tatsächlich so, dass die Euro 4 Hürde eine große war, also von 4 auf 5. Aber es ist auch so, dass dieses Fahrzeug in Europa, weil ja auch Porsche mit beteiligt war, Brembo-Bremsen und so weiter, also viele europäische Komponenten, dass sie in Europa sehr populär war, in den USA, im Land der Road Glide und E-Glide Ultra, das natürlich höchstens irgendwo in Florida oder in Los Angeles ein Fahrzeug war, wo die Leute durch die Stadt gefahren sind. Aber die Stückzahlen in Europa waren in Relation viel wichtiger und viel größer als im Heimatmarkt. Und da ist es natürlich leicht, so eine Entscheidung zu treffen, nicht die neue Abgasnorm zu erfüllen, wenn man im Heimmarkt, wenn da das Fahrzeug keine oder die Baureihe keine große Rolle spielt. Wir waren in Europa sehr traurig. Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht haben sie aber schon diesen neuen wassergekühlten Motor, vielleicht haben sie den schon im Hinterkopf gehabt.
Ja, da kannst du mal von ausgehen, dass sie ja den da in 2017 schon im Hinterkopf hatten. Ja. Na klar. Ja, du. Na klar. Dann schauen wir uns noch diesen neuen Motor an. Aber es gibt noch zwei, drei Modelle, über die müssen wir unbedingt sprechen. Das ja ist jetzt vielleicht in der Chronologie nicht ganz das richtig. Das sind ja jetzt hier oben neben der Racing-Geschichte, haben wir hier noch so ein paar Highlights stehen, auch aus Filmen. Da sind wir jetzt bei unserem Thema Evo-Motor, Fatboy. Ja. Ja. Da haben wir hier die 1990er Fatboy stehen. Die schauen wir uns mal an. Ja. Jawohl, das ist jetzt der Fatboy. Fatboy ist so, dass ich habe dort bei einer Präsentation in Sizilien am Etna rauf, es war allerdings ein gelber Fatboy, aber auch noch die Generation mit dem 130er Reifen hinten, was ich ja auch noch für sich schon damals nicht gepackt habe. Ich habe damals schon lieber dickere Reifen gehabt. Nur bei der Maschine ist mir letztendlich egal gewesen, weil ich mich so unfassbar verliebt habe, wie ich dort den Etna aufgefahren bin. Das hat mir so einen irrsinnig Spaß gemacht. Keine Schräglagenfreiheit, ja, aber ein wahnsinnig toller, druckvoller Motor. Das ist der Evo-Motor. Eine unglaublich lässige Sitzposition und an sich halt ein wahnsinnig schönes Motorrad. Also das hat mich letztendlich dann zu Harley-Davidson gebracht. Und ich glaube, der Fatboy jetzt in der neuesten Generation schaut er natürlich anders aus. Aber diese Form haben sie wirklich sehr lange mitgenommen. Sie haben halt dann irgendwann ein bisschen einen dickeren Reifen eingebaut und die Motoren sind stärker geworden. Aber letztendlich dieser Ur-Fatboy, wie der da steht, ist wahrscheinlich 1991 oder so, das wirst du mir jetzt eh gleich erklären. Das ist eine echte Ikone, oder? Ja, die Fatboy ist eins der Modelle mit dem größten Wiedererkennungswert bei Harley-Davidson, mit dem großen Scheinwerfer, mit den Scheibenrädern. Und das hat man zum Glück ja auch seit 1990, also das ist das erste Modelljahr, 1990 hat man es quasi wie so ein Sondermodell gebracht mit dem silbernen Rahmen, silbernen Lack, den gelben Farbelementen. Die ist nur in dem Jahr so gebaut worden. Und ab 1991 war es überwiegend dann halt schwarzer Rahmen, aber auch schwarz mit ein bisschen Chromelementen. So ist sie ja im Film Terminator 2 auch dann aufgetreten mit Arnold Schwarzenegger. Und dieses erste Modell hat halt diesen Charme, das Besondere mit der Einführung dieser Art des Motorrads, auch mit den Scheibenrädern bei Harley. Und das hat man zum Glück bis zum Wechsel auf den Milwaukee 8 Motor in 2018 hat man die Form im Groben so beibehalten. Man hat dann nur tatsächlich erst ein 150er Hinterrad gehabt, dann irgendwann das 200er Hinterrad in der Twin-Cam-Serie. Dann gab es die noch als Sonderedition in Schwarz. Also das war dann die Fatboy S für Schwarz. Ja. Und die gab es als Special, genau. Und dann gab es die ja noch mit dem 110er Motor als Final Edition 2016, als der Twin-Cam verabschiedet wurde. Und aber es war immer wieder dieses Thema Räder, Look, mit dem großen Scheinwerfer, mit der entsprechenden Gabel vorne, mit der Fatboy-Gabel, Abdeckung oben. Das ist Stilikone von Harley-Davidson. Ist wirklich ein Traum. Jetzt hat Matthias, weil du das angeschnitten hast, der Wechsel irgendwann war der Twin-Cam dann auch erledigt. Man ist mit die Kubik ist man immer weiter raufgegangen. Ja. Und dann ist gekommen, dass ein Milwaukee 8, das können wir uns jetzt noch anschauen. Dann gab es halt den Milwaukee 8 zunächst wie immer in den Tourern. So wie beim Evo ja auch. Der Twin-Cam damals kam 1999 in den Tourern und 2000 in der Softail. Und da hat man es wieder so gemacht. 2017 kam er in den Touring-Modellen und 2018 in der Softail-Baureihe. Schauen wir da mal hin zum Milwaukee 8. Na klar. Na klar, ist schon. Also ist der Heavy Breather. Der ist er, ja. Genau. Ja. Streetlight, SD. Ja, das ist super. Ja, wir haben jetzt hier beim Milwaukee 8 quasi so das neueste Top-Modell genommen. Man hat ja, E-Glides haben wir jetzt wenig gezeigt zurzeit, ne? Aber hier haben wir eine Streetglide im Gegensatz zur Electra Glide Limited oder Ultra eben ohne das Top-Case. Hier haben wir wieder eine Rückbesinnung an alte Zeiten. Also du siehst diese verlängerten Koffer, die es ganz viele Jahre gab, wie viele Leute auch sehr gut finden, wurden hier ausgetauscht bei der ST gegen normalen Koffer, weil die so ein bisschen den Look hat, auch deswegen der 117er Milwaukee 8 Motor da drin, so ein bisschen den Look haben soll bei der Ways of the Beggars Serie in USA, ne? Weil je kürzer der Koffer, desto mehr
Schräglagenfreiheit hast du. Ne? Und hier haben wir den Milwaukee 8 mit dem 117 Cubic Inch Motor, den es eigentlich nur in den CVO-Modellen gab, weil die hatten ja immer den größten Motor. Ja. Und man hat dann bei der ST-Baureihe die Street Glide und die Road Glide auch mit dem 117 Cubic Inch Motor ausgestattet und zusätzlich sogar noch die Dyna oder die Softail Lowrider, Lowrider ST auch. Also drei Fahrzeuge, die diesen 117er Motor hatten, so als bisherige Krönung des Milwaukee 8 Lebens. Also der hat ja auch überall über 100 PS, hat 180 Newtonmeter Drehmoment. Und in den Touring-Modellen, auch was die Technik anbelangt, Optik ist unverändert. Aber du hast ja sogar verschiedene Fahrprogramme mit Regenmodus, hast Traktionskontrolle, hast sogar so einen Berganfahrassistenten drin. Ne? So und ein sehr gutes ABS. Das ist ein gutes System. Ja. Das bin ich schon gefahren. Wirklich fantastisch. Ich finde natürlich diesen Heavy Breather. Das ist was man extrem taugt. Und wie gesagt, ich finde auch diese King of Beggars Rennserie in Amerika, das finde ich spektakulär, wirklich großartig. Die haben dann mit der Serienmaschine schon was zu tun, aber trotzdem, das ist natürlich dann schon optimiert. Diese Maschine natürlich sind ein bisschen höher gestellt, damit mehr Schräglungsfreiheit hast. Aber meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht so mitgekriegt, dass da die Harley-Gemeinde, die ja mehr oder weniger, wie soll man das jetzt sagen, sehr traditionsbewusst ist. Bei Milwaukee 8 habe ich jetzt keinen großen Aufschrei miterlebt, weil das einfach eine wirklich großartige Weiterentwicklung von dem Twin Cam ist. Das ist ein Spitzenmotor, der poltert, der hat aber auch viel Kraft und ist einfach zeitgemäß. Und ich glaube aber, der stoßt die Harley-Gemeinde nicht vor den Kopf, oder? Nein, der ist ja, also ist zum einen nach wie vor von der Optik, von allem ist ein 45 Grad V2, er ist nicht wassergekühlt. Viele hatten Angst, dass mit der neuen Abgasnorm jetzt plötzlich die Wasserkühlung kommt. Sie ist aber ausgeblieben. Das war schon mal ein großer Faktor, warum der Milwaukee 8 gut angenommen wurde. Ja. Die Leerlaufdrehzahl beim Milwaukee 8 wurde sogar wieder abgesenkt gegenüber dem Twin Cam. Das weiß ich noch. Also 1050 war es beim Twin Cam. Und der Milwaukee 8 läuft bei 850 Umdrehungen, also auch im Stand. Er klingt natürlich ein bisschen anders, Mehrventiltechnik, aber er ist halt keine Neuentwicklung, die weggeht von den traditionellen Werten bei Harley, sondern es ist einfach eine logische Weiterentwicklung mit der neuen Abgasnorm. Ja. Und deswegen ist er gut. Und diese King of the Beggars Serie, da kann ich dir noch eine kurze Geschichte erzählen. Ja. Ein Freund von mir war in Daytona. Ja. Und da war im Vorfeld der EMA, des EMA-Renngeschehens, ist auch ein Lauf gewesen von der King of the Beggars Serie. Und er sagt, es ist unglaublich, die fahren dort mit bis zu 290 km/h. 290? 290. Das ist also, das hat mit Serie nichts mehr zu tun. Das ist wirklich, das ist der helle Wahnsinn. Ja, die Koffer sind natürlich noch ein bisschen höher angebracht und ein bisschen kleiner und natürlich auch deutlich leichter. Aber das ist, also wenn man das sieht mit den Ungetümen, was da los ist. Und wir haben ja in Deutschland tatsächlich auch jetzt so ein Beggar Party Race zusammen mit zwei anderen Marken, die auch sowas im Programm haben. Und wer weiß was, vielleicht wird dieser Trend auch mal mit einer Rennserie hier in Deutschland, Europa. Matthias, Ich finde es auf alle Fälle wirklich großartig. Jetzt sind wir bei diesem, man kann schon sagen, 120 Jahre Harley-Davidson Epos. Wir sind jetzt schön langsam, kommen wir Richtung Ende. Es ist aber jetzt noch so, es gibt tatsächlich noch zwei Sachen, die sich ganz dramatisch irgendwie, wo sich die Richtung wirklich dramatisch ändert. Das andere ist das Projekt Livewire oder die Schiene. Livewire-Projekt ist ja schon, ist das falsche Wort, sondern das ist ja wirklich schon auf Schiene gelegt. Und dann gibt es natürlich noch den wasserkühlten Motor, den Revolution Max. Und das schauen wir uns noch an, oder? Na gerne, das sind ja noch zwei Neuigkeiten zum Schluss. Ja. Matthias, jetzt einmal Gegenwart und Zukunft, kann man jetzt sagen. Also, wasserkühlter Harley-Motor, wir haben das oben mitgekriegt, schon bei der V-Rod, ist nicht immer ganz konfliktfrei gewesen. Mittlerweile, glaube ich, ist es einfach so, dass diese Euronormen so dramatisch werden, dass sie das Potenzial des Aufregens über wassergekühlte Motoren in Grenzen hält, weil einfach etliche Luftgekühlte, die gibt's nicht mehr. Die sind halt nicht mehr weiterkommen, auch von anderen Herstellern. Jetzt haben wir dort aber eine Sportster. 1250S, der mit einem komplett neuen Motor, der heißt, glaube ich, jetzt Revolution Max. Und ich meine, ich kann jetzt nur sagen, vorn der 160er Reifen vorn ist natürlich ein unfassbares Statement, schaut wirklich arg aus. Und ich glaube, dieser Motor, na, der hat eine Zukunft.
Ja, der Motor hat ja zum einen dieses Sportster-Segment, was wir ja auch beenden mussten dank der Euronorm, wiederbelebt mit der Sportster S. Die Sportster S war jetzt zum Beispiel im ersten Jahr, wo sie voll verkaufsfähig war, also 2022, hat sie die gleichen Zulassungsstückzahlen in Deutschland erzielt wie vorher die 48, was ja eins der erfolgreichsten Einzelmodelle war. Also wir haben fast 1000 Sportster S im ersten, also im Jahr 2022 verkauft davon. Und sie ist auch hat auch ein Alleinstellungsmerkmal. Der Reifen ist zwar sehr breit, hat aber eine recht spitz zulaufende Karkasse, sodass du damit trotzdem gut um Kurven fahren kannst. Der Revolution Max Motor, den gibt's ja in zwei Stufen. Hier bei der Sportster ist er mehr auf Drehmoment von unten raus ausgelegt. Das heißt, sie hat nicht die Spitzenleistung von 152 PS, sondern nur 122 PS für eine Sportster. Ja, das Doppelte, was es vorher gab. Und ist von der, vom ganzen Design, von der Form, kommt die bei den Kunden super an. Also nicht die, die sagen, oh, ich brauche eine 48 wieder. Nein, also dafür natürlich nicht. Aber das ist wie die Neuinterpretation der Sportster. Und Revolution Max ist ja super, weil es gab ja einen Revolution Motor. Das war ja die Virot. Und Max heißt... Matthias, ich gebe da kurz das Mikrofon, weil ich möchte mir da mal draufsetzen. Ja, gern. Ja, also Revolution Max heißt maximierte Power. Und... passt aber tatsächlich für erstaunlich viele Leute. Du hast also zwei verschiedene Fußrastenpositionen, mittig wie hier oder leicht vorverlegt. Und beim Launch dieses Fahrzeugs mit Wettbewerbsmodellen waren die Leute alle fasziniert, wie gut dieser Motor funktioniert in so einem sportlichen Naked Bike. Ich gebe das Mikro wieder. Ja, ich danke dir, Matthias, weil ich habe jetzt deswegen drauf gesetzt, weil ich habe mir gedacht, das ist so eine Maschine mit ein bisschen weiter nach vorverlegten Fußrasten, aber die ist eine, wie du sagst, die ist mittig angebracht. Das heißt, das ist eigentlich die Sitzposition, die ich von einer Sportster gewohnt bin. Und ich meine, dadurch, dass ich da vorne nichts habe, sondern nur diese ganz schlichte kleine Armatur und mit der Blick nach vorne nicht behindert, ist natürlich ein Wahnsinn, wenn du dort im Sattel sitzt und siehst vorne den 160er Raffen. Das ist echt toll. Das ist wirklich toll. Also, und wenn du sagst, es verkauft sich wahnsinnig gut, dann ist das ein Weg in die Zukunft von Harley-Davidson nach 120 Jahren Harley-Davidson. Jetzt ist halt das ist ein Weg in die Zukunft. Genau, es gibt ja mehrere. Ne? Und daneben haben wir jetzt noch was stehen. Das ist was ganz Orges. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, für die Traditionalisten ein echter Bruch. Das ist das Elektromotorradl, die Livewire, die aber, glaube ich, auch ganz gut in die Gänge kommt, oder? Absolut. Also in die Gänge kommt im wortwörtlichen Sinn auf jeden Fall, weil das ist auch das, was das Fahrzeug ausmacht. Nicht der Sound, logischerweise auch nicht die Vibration, wobei sie pulsiert sogar ein wenig, wenn du an der Ampel stehst. Ja. Aber du hast hier wirklich, ohne dass du dich anstrengen musst, bist du schneller als alle anderen an der Ampel. 3 Sekunden von 0 auf 100, die schafft hier auch jeder, weil du musst nicht schalten, musst dich nicht konzentrieren, hast Traktionskontrolle, du kannst einfach Gas aufreißen und gehst ab wie auf einer Kanonenkugel. Ja. Also das ist eigentlich nicht beschreibbar. Deswegen sagen wir auch jedem, Fahrprobe damit. Auch die sagen, Elektro und Motorrad, das geht nicht und so. Wir sagen immer, fahr mal damit und danach schilder mir mal oder schilder uns mal, was du empfindest. Und ich sag mal, wir, selbst der Thomas, fährt gern mit der Livewire mal durch die Stadt, weil es hat halt auch gewisse Vorzüge, mit einem elektrischen Motorrad zu fahren. Und wenn es nur die Hitze im Sommer ist, die du dann nicht zwischen den Beinen hast Verbrennungsmotor. Und also es ist eine super Ergänzung, wenn man schon ein anderes Motorrad hat, so sage ich es. Das ist nicht der einzige Weg in die Zukunft. Ja, aber das ist, was Harley hier gemacht hat. Design des Fahrzeugs, Sitzposition, das Fahrverhalten, Ansprechverhalten des Gasgriffs, das ist einfach perfekt. Also wir sind total begeistert. Ich bin ja schon gefahren damit. Also wie gesagt, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das extra sagen muss, aber ich deklariere mich hiermit, ich bin kein Freund von so Elektromotorrädern, überhaupt nicht. Wirklich nicht. Habe aber das natürlich im Sinne meiner Tätigkeit, habe das ausprobiert, diese Livewire, und muss sagen, von allen Elektromotorrädern, die ich gefahren bin, ist das sicher das Beste. Hat wirklich super funktioniert, hat ein tolles Handling. Ich habe dieses Gewicht nicht gespürt. Ich habe das auch sehr sympathisch gefunden, dass das im Stand, da ist ja normal gar nichts. Ja.
Da weiß man ja gar nicht, dass das läuft. Und das hat irgendwas so ein Feature drinnen, dass ja, es so leicht, so ein bisschen ja, pulsiert. So dass, genau, dass du weißt, okay, das ist eh wach unten ja. Und wenn ich am Gasgriff ankomme, dann beschleunigt das. Genau. Also insofern finde ich das super und möglicherweise kann ich mir dazu durchringen, zu sagen, ist eh gescheit, so zukunftsorientiert zu denken. Ja. Aber letztendlich, ich habe eine wahnsinnige Freude mit dem Milwaukee 8. Bin irrsinnig froh, dass das weitergemacht wird. Ja. Ich glaube auch, dass dieser Revolution Max ein guter Weg in die Zukunft ist. Und da haben wir noch eine Maschine, die haben wir jetzt bis zum Schluss aufgehalten. Das ist diese Pan America, wo es mehr oder weniger einen wirklich neuen Weg beschreitet. Und was ich aber so mitgekriegt habe, geht das eh gut. Das kommt eh gut an. Ja, schauen wir das noch an, absolut, Matthias. Schauen wir uns an. Ja, ich meine, Harley-Davidson hat ja schon einmal in diesem Segment so einen Vorstoß gewagt. Das war mit Buell, mit der Ulysses. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht aufgegangen für mich. Also ich habe das, eines der ganz wenigen Motorräder, die wirklich nicht gern gefahren bin, das ist mir nicht zugänglich gewesen. Da habe ich auch gefunden, das kennen andere besser. Allerdings jetzt mit der Pan America, da ist ihnen wirklich was gelungen. Das, wie gesagt, da gibt es jetzt eh wahnsinnig viele Vergleichs. Das ist schon, die Maschine schneidet wirklich gut ab. Hat auch einige technische Features, wo es führend ist. Und ich glaube, in Amerika selber verkauft es auch wirklich gut. Ja, sie verkauft sich auch in Europa gut. Also wenn man bedenkt, wie hart umkämpft dieses Segment in Europa ist, mit der BMW natürlich, aber auch mit KTM, mit Ducati, mit Triumph, mit den Japanern. Ja. Und wir haben dort tatsächlich schon im ersten Jahr, wo es nur ein halbes Jahr auf dem Markt war, gute Verkaufszahlen gehabt und auch im zweiten vollen Jahr durchaus die Erwartungen erfüllt, weil das Motorrad an sich halt auch sehr gut funktioniert. Ja. In USA ist es auch sehr gut eingeschlagen, weil dieses Segment gab es da so gar nicht, bevor Harley da jetzt reingegangen ist, Adventure Touring. Und in Amerika gibt es das gar nicht so. Das gibt es, aber da fährt man eigentlich Grand American Touring, also so wie halt eine Goldwing, wie die Harley Electra Glide oder Road Glide. Und dieses Reise-Enduro-Thema ist jetzt da eigentlich gerade erst, wird jetzt richtig groß, dadurch, dass auch als Marktführer Harley Davidson mit in das Segment einsteigt. In Europa, wo das sowieso das stärkste Wachstumssegment war die letzten Jahre, musste man eins machen, die Harley muss optisch rausstechen, das tut sie. Und sie muss aber das technisch können, was die anderen auch können. Und wir haben ein Feature, das ist halt wieder dann für mich oder Leute, die ähnlich wie ich 1,70 oder kleiner sind, sehr gut. Das ist das ARH, Adjustable Rider Height. Das heißt, ich rolle auf die Ampel zu und das Fahrwerk senkt sich automatisch ab. Und ich komme, selbst in meiner Größe, ich habe auch kurz Beine, komme ich mit dem vollen Fuß an der Ampel auf den Boden und bin jetzt quasi dadurch auch teilweise zum Reise-Enduro-Fahrer mutiert. Und die Pan America hat ja dann die, im Gegensatz zu der Sportster, wo es nur auf Dreh oder mehr auf Drehmoment ausgelegt ist, der Motor, hat diese jetzt 152 PS. Das heißt, im Sportmodus hältst du auch locker mit den anderen Anbietern und der Motor an sich funktioniert halt auch gut. Er hat natürlich geräuschtechnisch nichts mehr mit einem normalen Harley-Motor zu tun, aber in dem Segment, wo wir reingehen, das ist ja für Harley ein komplett neues Segment, wenn wir die Ulysses mal ausblenden, da musst du das auch nicht. Aber du musst halt das, was dieser Kunde will, liefern und das tut die Pan America. Also ich finde auch, das mit der Leistung ist super. Ich glaube, es ist auch wichtig, weil früher hat es geheißen, was das also eine Reise-Enduro, alles über 100 PS ist ja sinnlos. Es ist halt heute nicht mehr so. Heute musst du alles, was unter 150 hat, wird die Nase gerümpft, so in der Art. Ne? Und mit 152 bist du echt mächtig dabei. Und das Feature mit der absenkbaren Sitzhöhe, ne, das ist genial, weil ich kenne wirklich sehr, sehr viele Leute, die gern sowas fahren würden, die es aber einfach über die Körpergröße nicht schaffen. Und ich selber, bei mir ist so, ich bin jetzt 1,78, aber ich fühle mich nie wohl auf diese Adventure-Bikes, weil ich nicht gescheit runterkomme. Jetzt, wenn ich die Möglichkeit habe, das abzusenken, dass ich runterkomme, wenn das steht, und aber trotzdem diese wie soll ich sagen, die Schrägelungfreiheit dann habe, wenn das Fahrwerk wieder ausmarschiert, na, dann ist ja das großartig. Ja. Und das finde ich super. Und insofern ist das, glaube ich, jetzt ein würdiger Abschluss zu 120 Jahre Harley Davidson, weil man sieht, na, sie gehen jetzt in ein anderes Segment ein. Sie haben dieses Segment aber wirklich verstanden, um was da geht. Und ich nehme an, da wird die Zukunft natürlich noch viel bringen.
Ja, man sieht jetzt in den letzten 5 Jahren, 10 Jahren, was Harley-Davidson alles kann, auch wenn es um die Weiterentwicklung der Produkte geht. Und da können wir sicherlich auf die nächsten 120 Jahre sehr gespannt sein, Zonko. Du, Matthias, ich danke dir sehr. Ganz große Klasse, Weltklasse. Ich werde mich jetzt noch verabschieden, aber wir zwei, wir sehen uns dann später beim Bier. Gell? Auf jeden Fall. Ciao, Baba, ciao. So, Freunde, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Es war ein mächtiger Rundgang im Zeichen von 120 Jahre Harley-Davidson. Ich habe wahnsinnig tolle Gesprächspartner gehabt. Thomas, ich danke dir sehr. War wirklich fantastisch. Matthias, ganz große Freude. Es waren wirklich großartige Informationen, die wir bekommen haben. Die Ausstellung hier in der Zentralgarage, die gibt's bis Dezember, kann sich wirklich jeder anschauen. Es gibt keinen Eintritt, freier Eintritt, ist echt ein Wahnsinn, ganz, ganz großartig. Und die meisten Maschinen kehren eben diesen beiden Herren von der Harley Factory Frankfurt. Bitte vergesst nicht, schenkt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba, grüß euch, ciao.